Neue Runde im Kriegskeller. Mal gucken, ob wir länger durchhalten. 10 Minuten. Ich gehe zum Tandoori und zur Burg. Wir haben übrigens, du warst ja gerade bei der Vorbereitung nicht dabei, vergessen mich in der ersten Runde auch mal. Das habe ich gerade noch mitgekriegt, als ich gerade wieder kam. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Orange auf 5. Nee. Gelb. Orange, ich bin gelb. Basti ist orange. Würfelst du die Zeitsteine aus? Mhm. Wo bist du überhaupt? Ach, da. 2, 4, 6, 2. So. Ich muss ja diesmal nicht kämpfen. Nö. Soll ich mir schon mal den Brunnen holen, wie ich mir will? Im Prinzip verlierst du eigentlich direkt 3 Willenspunkte, ne? Nee. Nee, du bist ja schon da, ne? Eben. Wenn sie da hingegangen wäre oder sonstiges, bleibt da aber geschwätzt. Dann geh doch direkt zum Brunnen. Ja, ich würde mir oder mach Plättchen auf. Ja, gehst du die 42. Genau. So. Ein Trinkbohr. Nein, ein Trinkbohr. Was mache ich denn jetzt? Am besten direkt den Helm kaufen, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Krieg ich meinen Tüften Helm und noch eine Stärke. So. Ich kann immer noch nicht sehen. Wo ist die Grenze von der Null? Da, mitten durch die Burg. Sieht man doch. Ach, da. Die Burg selbst ist die Grenze. Gut. Du hast dann doch schon mal wissen. 1, 2, 3. Jetzt geht er mal den Telefon. Ja, hallo. Sind wir schon in der zweiten Runde? Nein. Du hast den Brunnen gemacht, genau. Ja. Dann ist Basti. Dann ist Basti dran. Ich mache wieder Krähe wahrscheinlich, ne? Ja. Welche willst du? Die 11. Mhm. Boah. Nee, das steht da noch gar nicht. Das Plättchen bleibt so, das steht. Ich habe das Plättchen nicht aufgedeckt. Ich habe meinen Raben vorgeschickt. Ja, die Geschichte. Aber da gehe ich jetzt nämlich auf die 8. Bleibt das dann so da liegen oder so? Offen. Gut. Ich gehe jetzt auf die 8. Nein, der da. Der mit dem Piekser, ja. Genau. Der mit der Flagge, genau. Oder Fackel. 1, 2. Musst du drauf gehen oder? Ja, will er doch. Das ist ein Schwert, ist das. 1, 2, so. Oder so. Karte. Nicht gut. Ja. Da ist ja was Gutes drunter. Bruchstück aus einem sehr alten Relief wurde gefunden. Nicht alle Helden hatten Sinn für derlei Kunsthandwerk. Der Zwerg und der Krieger erhalten sofort je 3 Willenspunkte. Oh, das ist ja schick. Wer ist denn Krieger? Du. 1, 2, 3. Gut. Bist du nicht auch ein Krieger? Nee, nein. Ne? Ich bin ein Bogenschütze. Okay. Also sozusagen ein Jäger. Ja. Dann fertig. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo Tine ist. Ach doch, da. Ich würde dann. Sie geht auf 44. 44, genau. 2 sind das, ne? Einer. Und da kommt Gorin. Ich bin grün. Das war's, ne? Mhm. Aufdecken ist eine Aktion. Mhm. Mhm. Ja, das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Welchen von den beiden, den Skralen, werde ich nicht kriegen? Also kann ich nur an den Goran. Ja, und holst du die Blüte.
Aber da kostet dich zwei Bewegungen, denk dran. Blüte? Weil du musst den Masabi umlaufen. Wo stehst du überhaupt? Ach da. Am Zelt. Du musst so gehen. Ich dachte jetzt eigentlich an den hier. Ach so. Weil sonst... Sonst sind wir gleich wieder tot, ja. Geh zu dem nochmal. Gleich, wenn wir den Tag beenden, sind wir schon wieder tot. Ja, dann geh nach unten und hol dir den Koch. Wo bin ich denn überhaupt? Gelb. Ja, ich könnte ihn. 1, 2, 3. So, dann gehen die nämlich um die weg. Super, dann kannst du aufdecken. Den Botschafter. Den Spiegel. Den Spiegel. Oh, komm, ich trag den. Ja, angreifen könnte ich vielleicht immer noch. Darfst du durch den Spiegel eigentlich die Wasabis mitnehmen? Ich darf auf den Platz eines Wasabi tauschen, ja. Nein, ich meinte eigentlich unsere Händler. Ich darf auch Tandoori irgendwo anders hinstellen. Ja. Ich kann den Platz von zwei Figuren tauschen. Ausnahme ist den Endgegner, den kann ich nicht versetzen. Du hast den Spiegel, ne? Ja, warum? Wenn du mir den das gegeben hättest, ich bin ja schon fast hier oben beim Baum, wo die anderen stehen. Und dann soll ich die Tandoori mit dir tauschen, oder wie? Ja, die müssen die da nicht hin zum Baum. Ja, doch. Ja, die sind ja schon da. Warum sollst du in den beiden... Ja, weil den Spiegel kann ich auch benutzen, um dich mit den Tandoori zu tauschen. Der Held, der den Spiegel trägt, darf ihn einsetzen, um den Platz seiner Heldenfigur oder einer Kreatur auf seinem Feld mit dem eines anderen Helden oder einer Kreatur zu tauschen. Weil ich bin doch schon hier, wäre doch sonst blöd, oder nicht? Du kannst ja auch einfach mit dem Gore da hinten tauschen. Wenn er... Ja, aber das heißt nicht, dass die getauscht werden dürfen. Es geht nur um einen Helden oder eine Kreatur. Was sind das, keine Kreaturen? Das sind Helden. Oder Helden? Ich weiß nicht, was ist das für eine Frage? Wenn man jetzt Klugschei oder Kleinschei... Die Tulgori, Reka, Meeres oder andere Helden auf demselben Feld dürfen nicht mitversetzt werden. Okay. Behalten trotzdem. Du bist ein Mädchen. Achso, sie dürfen nicht mitversetzt werden. Das heißt, wenn sie auf dem Feld stehen. Das heißt aber nicht, dass sie versetzt werden dürfen. Siehst du? Den dürfen die doch tauschen. Ja. Kannst du mit den Tandoori tauschen. Aber die... Oder, ja, Moment, das bringt nichts. Wenn du jetzt mit den Tandoori den Platz tauschen würdest, dann würden die Tandoori auf einmal hier oben. Wer nimmt die dann mit nach da? Kann ich den Spiegel immer nur einmal benutzen? Ja. Mhm. Ich dachte nur, weil ich schon hier stehe. Danach kommt der Spiegel aus dem Spiel, ja. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie man das nicht nutzen könnte. Kannst du den nicht mit dem Spiegel ziemlich? Ich weiß gar nicht, kannst du? Hätte ich die Tandoori eigentlich mitnehmen können? Oder mussten die da stehen? Gibst du mir das nochmal mit dem Spiegel? Nee, die mussten so lange stehen bleiben. Das mittlere. Der Held, der den Spiegel trägt, darf ihn einsetzen, um den Platz seiner Heldenfigur oder einer Kreatur auf seinem Feld mit dem eines anderen Helden oder einer anderen Kreatur zu tauschen. Ja, aber eigentlich sind es Händler und keine Helden. Ja, Moment, aber sie kann auch hingehen und sich auf das Feld des Gore stellen und den Gore mit den Tandoori tauschen. Mhm. Dann habe ich die Dinger direkt schon bei mir. Und dann hast du die Tandoori nämlich gleich bei dir und könntest damit nach da vorne latschen. Nur dann habt ihr gleich den Gore direkt an der Burg. Ja, aber das war ja das, was ich meinte. Da steht nur, man darf einen Held oder eine Kreatur tauschen. Da steht aber nichts von Händlern. Das ist auch kein Händler. Eine Tandoori ist kein Händler. Tandoori sind doch die Händler. Das sind doch hier Erkundschafter. Sind das nicht Händler? Was sind die denn? Tandoori-Poste. Hm. Ich finde, die schmecken nicht. Also mir schmecken sie nicht.
habe ich schon genug von dem Wasabi-Zeug gefunden. Steht nichts dabei. Ja, aber es sind ja keine Helden. Sie können nicht kämpfen. Ja. Außer wir würden jetzt selber entscheiden und für das Spiel sagen, wir versetzen die. Das wäre dann aber, glaube ich, eine freie Entscheidung von uns und nicht das, was... Keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen komisch, wenn das Spiel jetzt da fängt, so komische Unterschiede zu machen. Also es sind Logikfehler für mich im Spiel dann. Wir können das gerne so handhaben, dass die keine Kreatur, also weder eine Kreatur noch ein Held ist, aber es ist absolut unlogisch. Dass ich den Endgegner nicht versetzen kann, okay, da kann ich immer noch argumentieren, der ist eben im Kopf oder von der Körpermasse her zu groß für den Spiegel. Außerdem... Aber was auch keinen Sinn macht, weil ich einen Troll nämlich tauschen könnte, wenn ich wollte. Mhm. Für mich sind das Verbündete. Ja, also für mich gibt das... Nein, soll ich entfalte mich der Stelle? Ja, nee, du bist immer so ultrakritisch für das Spiel. Ist ja auch okay. Ja. Hm? Ja, ich will aber auch nicht, dass wir uns das zu einfach machen, wenn das eigentlich so gar nicht vorgesehen ist, weißt du, wie ich meine? Ist auch völlig okay. Ich würde dann vorschlagen, du bleibst dann einfach hier, tötest hier gleich alles, was man so töten kann und tauscht dann einfach mit irgendeiner Kreatur, damit du gleich da oben bei der Burg landest. Damit du nicht den ganzen Weg nach da hinten latschen musst. Mhm. Aber sie können meines Erachtens mit dem Spiegel auf die Tolgorik bewegt. Wenn ihr das machen möchtet, dann macht das. Für mich sind das Verbündete, ganz normale Verbündete. Wenn ihr alles bewegen könnt, die Trolle, dies, das, jenes, außer die Bäume. Ja, aber wenn ich jetzt die Gore. Selbst die Bäume kannst du vertauschen. Sicher? Mhm. Aber wenn ich jetzt Kreatur diesen Gore mit den sind Tanuri. Nur Endgegner und Kreaturen, die beim Endgegner stehen. Ja, weil die so einen kleinen Sonderstatus haben, da diese Avax. So what? Das ist ja gerade das, was ich meine. Aber trotzdem, wenn ich diesen Gore mit dem Tandoori tausche, dann hätten wir den Gore direkt in der Burg, wäre auch gut. Nee, den können wir jetzt töten. Also jetzt, wenn du sie jetzt tauscht. Du kannst die tauschen, kannst du erst am nächsten Tag. Und dann hätten wir wieder den ganzen Tag Zeit, um großartig was zu machen. Müsstest du nur als erstes den Tag beenden. Gleich. Wir bräuchten ja im Prinzip. Der darf doch nicht in die Burg rein. Schatz, ja? Wenn du den Tag gleich beendest, als erster. Ja. Und du tauscht erst, wenn der nächste Tag angefangen hat, dann läuft der Gore doch gar nicht. Du tauscht doch dann mit dem Gore. Die stehen doch in der Burg, oder nicht? Ich bin doch relativ nah dran. Ja, aber die können wir doch einfach weiterversetzen. Ich kann doch noch 4 Schritte mit den Tulguri gehen. Genau, ich stehe ja auch noch da. Haben wir irgendwo ein neutrales Feld? Wir haben nur neutrale Felder, wo man nicht reinkommt, aber rauskommt. Ja. Ja, nur du musst in dieser Runde noch den da töten. Schaffst du das allein oder soll ich mithelfen? Weil sonst... Wie willst du denn da hinkommen? Du kommst da nicht hin. Ja. Doch mit Überstunden willst du da hinkommen. Hinkommen, ja, aber das war dann auch. Wir bleiben ja nicht, aber wir sind ja so oder so wieder tot. Warum? Hm? Weil du bist am Ende? Nee, ich muss ausreizen. Weil so. Wenn die weiterspringen? Was? Du bist ja... Ja, so oder so, da stehen ja 2 und die gehen ja weiter. Es ist so oder so einer da. Ja, das ist ja egal. Nur er fängt ja an. Er springt ja da drüber, ist da und dann ist er sofort da drin. Mhm. So oder so. Der Gore muss weg. Richtig. Der Gore muss weg. Ja. Keine Macht, den Gors. Soll ich jetzt würfeln oder wolltest du jetzt erst machen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer du warst. Warte, nein. Ralf ist gelaufen. Bin zu der 30. Und dadurch. Möchtest du jetzt den Kampf eröffnen oder was? Ja. Möchte ich? Gut, dann möchte ich das. Also einmal weiter, 2. Jetzt heißt erst einmal 2 Wille für die Überstunde. Wie viel haben die 2 Würfel? Ne? Jetzt 2 gute Würfel. Ja. Mhm. Eine 6. So, auch eine 6. Wir haben 8 und du hast... Ich hab 9.
Genau. So, dann verlieren die einen Lebenspunkt. Ich krieg 2 Stärke. Du kriegst 2 Stärke. So, dann nochmal. Du bezahlst 2 Willen. Aber gehen jetzt nicht die anderen hier. Ich habe ja 6 und 3. Achso, ja, stimmt. Drei. Ja, stimmt. 6 und 3. Die so. Wasabi, die 6 haben. Der ist eine 6. Ja, der geht ein Feld weiter. Der hat auch eine 6. Ja, der geht aufs gleiche Feld. Und eine 3. Da hat keiner von beiden. Haben wir keinen. Doch, hat da zwar einer, aber der ist ja schon gelaufen. Gut. Das war schon. Oh, der ist noch nicht gelaufen. Die 6 ja, und die, der ist aber schon gelaufen. Beides, ja, ja. Und die da unten haben wir es nicht, ne? Ne, die haben eine 1 und eine 2. Also, nächste Würfelrunde. Also, denkst du, hast du noch einen Würfel? Auch wahr. Eine 3. Eine 5 und 2 sind 8. Und ich habe 5 und 3 ist auch 8. Unentschieden. Bei Unentschieden passiert gar nichts. Außer, dass du 2 Wille kriegst. Ja. Und der eine geht wieder, obwohl die 2 die kann ich direkt opfern für die nächste Kampfrunde. Genau, warte, 5 und 3. Der geht nach da. Und der geht nach da. Wieso beide? Weil er eine 5 hat und er eine 3. Nee, da stand da irgendwas nur eine Zahl davon, oder? Ja, wenn du eine 5 würfelst und er hat eine 5, geht er ein Feld nach vorne. Wenn du eine 6 würfelst und er hat eine 6, geht er ein Feld nach vorne. Wenn du eine 5 und eine 6 würfelst, geht er trotzdem nur ein Feld nicht nach vorne und nicht 2 Felder nach vorne. Alles korrekt. So, mein letzter Wurf. Ja, jetzt musst du aber mal was rausklauen. Die 5. Das ist gut. Routine, super. Also 3 und 2 sind 5, er ist tot. Ist er tot? Nein. Schwupps. Ganz nebenbei beende ich den Tag. Ja, du kriegst erstmal Gold. Dann tue ich den hier auf die 80. Dann krieg ich 2 Gold. So, dann geht der Erzähler ein weiter. Ja, und der geht auf die 54. Irgendwo da hinten. So, der geht auf die 54. Und du hattest eine 1 und eine 3 gewürfelt. Der 1er geht auf die 3. Ja. Und der hat eine 3 und geht auf die 6. Und Karte B bitte. Moni? Karte B bitte. Dicke Karte B. Ist nur das Boot. Ja. Gut. Boot ist da. Wissen wir. Licht hat. Super. Anker gehistet. Oder wie sagt man? Ja. Ich habe meinen Tag beendet. Jetzt bist du dran. Ja. Monika schnappt die Tandoori, würde ich sagen. Kriegst du den, ohne durch umzuwerfen? 1. So, und dann gehe ich 3 Schritte mit denen, ne? Wo willst du denn hin? Ja, ist doch scheißegal, hauptsache weit weg, oder nicht? Und am besten so, wo der Pfeil ungünstig zeigt. Weil sie wollen doch gleich tauschen, oder nicht, mit denen. Und dann kommt ja ein Gor nach hier vorne und dann sollte es ja ungünstig Kannst sein. Kannst du dich ne? nicht auf die. Nee, das ist doof. 36 wäre nicht schlecht, wenn du bis dahin kommst. 1, 2, 3. Schafft. Grüße. Du meinst hier. 1, 2, 3. Die da hinten rum. 1, 2, 3. Na, zurück, Ralf, da ist ein Masabi. Ach, den darfst du nicht überspringen. Kann ich nicht hin. Nee. 1, 2, 3. Geht nicht, das Masabi. Geht nicht, das Masabi. Du kannst nur über die 2 und die 4 zählen. Ich kann nur 1, 2, 3 und 4. So viele Stunden hast du aber nicht mehr. 1, 2, 3. Das ist wenigstens in der 17, ne? Ja, gut, aber sie muss ja auch nicht sofort den Spiegel benutzen. Ich kann dann noch ein Stück weiter gehen. Oder? In der nächsten Runde. Theoretisch schon, ja. Ja, komm, dann machen wir das doch. Auf die 17. Ja. Und ich beende meinen Tag. Dann würde ich jetzt. Darf ich noch? Nee, darf ich nicht. Schade. Na gut, dann. Ne, tröt mal in dein Horn. Und dann, tröt nicht in mein Horn. Ich gehe auf die. Zwölf Bilder. Ich gehe auf die 6. Wo ist denn die 6? Da. Auf den Wasabi? 2. Nicht da drüber, weil dann decke ich das Nebelfältchen auf.
was da, ne? Mhm. Geht durch die Burg. Eins, zwei. Zwei, ne? Nein, auf die sechs. So. So, das wäre aber eine Überstunde, ne? Eins, zwei. So. Weil jetzt ist da nämlich eine Pattsituation und die Wasabi gehen da nicht weiter. Gleich hinter den Mauern? Toter Winkel? Das sehen wir doch. Ist ja schon der Fettsack hinter deinem toten Winkel. Mhm. Oh, der schöne blaue Auge. Das ist nicht Pierce Brosnan. Och, Mann. So. Wer fängt an? Ich fange an. Nein, der Zweithöchste. Mit dem Zweithöchsten dran fängt an. Ecke. Nee. So. Nein, du bist nicht die zweithöchste Frau. Er ist der kleinste mit 7. Ja. Ja, nee. Ich bin 15. Ja, ich bin 22 und Tina ist 25. Genau. Aber das ist ja der zweitkleinste. Bin ich der zweithöchste Rang? Zweithöchste Rang, genau. Nein, also, du bist der erste. Nein. Und das ist der zweithöchste. Also, was ist denn bei dir hoch? Also, hoch ist bei mir. 25. Hoch. Das ist das höchste. 25 ist das höchste. Darunter kommt 22. Und dann kommst du. Und dann kommt 15 und dann kommt 7. Also, der zweithöchste ist für mich der, der nach Tine kommt. Also der zweithöchste ist für mich, wenn ich nach den Zahlen gehe, die zweite Zahl. Nein. Nein, du wärst der zweitniedrigste. Ist doch logisch. Minus mal Minus gleich Plus. Was? Was? Na gut. Mathematik gepennt. Ja, du bist Status. Arschloch! Nix da. So. Ich hab leider nichts zu werfen. Du musst einfach nur dazu schauen, dass du die ganzen Masabi wegknallst, die Wille geben, damit du schnell die Brunnen leer trinken kannst. Weil du kannst Stärke über die Brunnen holen. Kann ich die Masabi vom, wie war das, vom Nebenfeld angreifen? Ja, ja, kannst, ne? Du. Weil das heißt, ich brauche gar nicht auf das Feld gehen. Nein. Du würfelst dann eben nur wie ein ganz normaler Bogenschütze, ja, und nicht wie ein Krieger. Mann, dann mach doch endlich mal was! Ja, hab ich doch gerade gesagt, was ich mache. Was machst du denn? Du gehst erstmal zu den Tudori. Ne? Ich gehe zu den Tudori und gehe sofort durch zur Burg. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. So, und jetzt kommen die Zeitplättchen schon drauf verteilt. Würfelst du einmal mit dem W6? Auf zwei. Zwei. Fünf. Vier. Sag ich mal, ich stehe direkt bei dem Heilkraut, das würde ich mitnehmen. Kann man bestimmt noch gebrauchen. Ja, also ein Feld nach da und ein Heilkraut. Du hast grün. Ein bisschen. Hm? Ja. Du bist dran, Arschloch. Hey, zügel deine gespannte Zunge. Zügel deine gespannte Zunge. Du redest Hass. Obwohl es eigentlich eine Wahrheit ist. Möchtest du einen Kaffee haben? Ich lächle dich auch an. Oh, wie, du kommst in den Aufzug. Nee, stopp. Die nehme ich schon mal mit. Du weißt aber, wenn du auf das Feld von dem gehst, dass du dann da stehen bleiben musst, ne? Und das Feld nicht mehr verlassen darfst. Ne? Ja, ja. Ich sehe davor. Drei waren das? Nein, zwei. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Jetzt machst du auch noch die Burg kaputt. So, zwei. Die Burg ist sicher, ich kann das nicht sehen. Gelb, zwei nach zwei. Dann gehen die schon weg. Wer kriegt denn jetzt den einen Stärkepunkt? Achso, fünf Gold. Achso, fünf Gold und. Ja, fünf Gold kriegst du und Stärke, würde ich sagen. Zumindest ein Du. Du kämpfst ja gleich am häufigsten. Sie kann über den Brunnen. Du kannst sie dir billig kaufen. Mhm. Darf ich die haben? Ja, dann kriegst du die. Ja. Einer war das, ne? Zwei. Jetzt kommt die wieder auf die Mitleidstour. Ich bin so klein und niedlich. Ja, du musst nur trinken gehen, du Stark. Nee. Heute ist so fürchterlich, die Frau. So, so, ich hab gemacht. Du darfst. Du haben fertig, ne? Hm? Sie reißt schon wieder die Burg ab. Ich weiß nicht, warum sie die Burg an Ort hochheben muss. Weil ich nicht genau sehen kann, wo die Linie ist und wo die Felder sind. Menschenskinder. Eins, zwei, dann bist du schon da. So, jetzt kannst du der Trummelgebild wieder dahin stellen. Und kannst saufen gehen. So, drei, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Ja. Schwupps. Drei und die zwei sind weg. Der Herr. Gibt der Teufel ein?
Mach mal was. Ja, ich bin überlegen, ob ich meinen Rahmen benutzen soll, um ein Plättchen aufzudecken. Weil du musst ja sowieso erst warten, bis wir da... Ich muss warten, bis die Todori fertig sind. Eben. Ja, dann mach doch. Ich bin jetzt noch am überlegen, welche Sinn ich wäre. Die 11? 12? Ja. Die 11 oder 12, ne? Damit ich weiß, ob ich es lohnt, zu 11 oder zu 12 zu gehen, ne? Mhm. Wenn du einmal da bist, ja. Was möchtest du denn? Also, gib mir mal die Schnapszahl, gib mir mal die 11. Dreh die mal um. Ah, das war eine gute Entscheidung. So, ich gehe ein Feld auf die 11. Gibst du mal den Trank der Hexe? Trank? Auf jeden Fall. Bitteschön. Dankeschön. Den brauchen wir für die Hand. So. Zack. Ich hab auch weg. Perfekt. Tina? Ja, was soll ich machen? Du könntest ja im Prinzip von 26 oder 27 und ihnen attackieren. Könntest du Glück haben, hast du schon 4 Stärken. Ich wollte nur einen gehen. Ja. Ja, hat er doch gesagt. Ja, dann gehe ich ein. Geht ein. Warte kurz noch. Der geht dann auf die 10. Wo ist die 10? Wer geht auf die 10? Wenn ich jetzt einen Gegner platt mache, kommt der Masavi, weil der Erzähler einen weitergeht, auf die 10. Achso. Ist direkt vor dem Todori-Zelt. Ja. Da. Und das ist der plus 1 auf Stärke gibt. Das wäre nicht verkehrt. Und solange wir, jetzt müssen wir gerade überlegen, die Masavi dürfen wir aber erst töten, wenn der Erzähler auf dem Erdplättchen steht. Ach so. Sobald ein Masavi nur sinkt, ist der besiegt und der Erzähler steht zum Zeitpunkt des Kampfes auf einem Buchstaben mit Erdplättchen, dann wird der Masavi auf dem Buchstaben vor dem Erzähler gelegt und der dunkle Markierungsring geht nach vorne. Also, wir müssen 2 Kreaturen töten, bevor wir die Masavi töten. Gut. Tine fängt mit dem ersten an. Okay. Ja. Alpha D, wo für vorsichtig. Ja. Ich glaube 8 reicht, ne? Er hat ja 2 und 4. Und ich habe hier 2. Das ist nicht weh. So. Hier. Der geht ein Feld weiter. Gehen die alle ein Feld weiter? Alle, die eine 6 haben. Der hat keine 6. Achso. Wieso 6 los? Als roten Würfel 6. Ah, okay. D. Da hinten, was mit dem? Nee, der hat eine 4 und eine 3. Genau. Okay. So, aber erstmal 12 und 2 sind 14 und du hattest eine 8, das heißt, du verlierst 6 Wille. Ich bin gleich tot. Dreck. Das hat man schon mal das Problem. Oh, du stehst doch direkt neben dem Brunnen. Ich glaube, dann will ich den nicht noch machen können. Du kannst auch einen Heilkraut nehmen, das gibt dir 4 Wille. Du kannst ja auch mal rufen. Das ist eine freie Aktion, ja. Dann nehme ich auch das Heilkraut, dann kommt das weg, ne? Genau. 1, 2, 3, 4. Bitte würfel das ab. 5. 9. Mhm. Wirklich viel mehr kann ich nicht. 10. 12. Das war doch jetzt echt bescheiden. Ich habe aber keine 12 gewürfelt. Mach, du hast gesagt, mach besser. Weniger. So, ja. 10 und 2 sind 12 und du hast 9, du verlierst 3 Wille. Ich sehe schon, wir können in 5 Minuten von vorne anfangen. Den nächsten würfelst du. Nein. Ich muss mich gleich erst wieder stark machen. Genau, du bleibst erstmal stehen. Genau. Ralf? Danke, ihr. Ich bin unschuldig. Ja. Hasse nicht, ne? Nee, hat er nicht. Ihr sollt es mal versuchen. Wen denn? Ja, da, den... Den Masavi? Nee, den anderen hier, den... Boah. Wie viel hast du denn? Wenn du da drauf gehst, musst du da stehen bleiben, ne? Genau. Du kommst nicht mehr weg. Ach so, die Geschichte. Ja, dann sollte ich besser zum Zelt rennen und mir einen Bogen kaufen, ne? Nö, das lohnt sich nicht. Du kannst eine Runde aussetzen und die Muni knallt den gleich mit Pfeil und Bogen um. Boah.
Ja gut, aber dann kann ich auch irgendwo... Mit zwei Stärke? Nee, zwei Stärke ist auch schwierig, das stimmt. Ja. Dann kann ich eigentlich nur irgendwo auch hier hingehen, oder? Die Sache ist, du hast auch nur eins bereit. Statt du jetzt verkackt hast, ne? Das macht das ganze Abenteuer kaputt. Wir hatten gewürfelt für die Gegner. Wir hatten jetzt so kacke gewürfelt für die. Das liegt nur daran, weil es rote Würfel sind. Ja. Wir brauchen blaue Würfel. Mhm. Schwierig. Vielleicht soll ich trotzdem. Was ist denn, Zelt wenn wir die Masabi kaufen, angreifen und wir haben. Die Sache ist, ich fände das eigentlich ganz cool, wenn du jetzt alles niedermähen würdest, um das Gold zu haben, oder hier zusammen alles niedermähen, weil ich werde ja wahrscheinlich auf der 3 stehen bleiben oder auf der 6, um die Masabi abzufangen, die hier rumfluchsen. Zur Not. Ja, und wir schleppen die dann durch. Genau, das ist, und du, weil du jetzt zur Mine laufen musst für dein Gold. Also okay, ich kann den Part bis zur Mine übernehmen dann. Ja. Aber irgendwo ist ja auch noch. Genau, dann ist das Problem. Baum der Lieben ja auch noch. Deswegen bin ich ja gerade am überlegen, wie wir das am besten machen. Ja. Aber ich sollte dann trotzdem vielleicht mal eben zum Zelt laschen. Hast du den Helm denn schon gekauft? Nee, wie denn? Ja, dann hol dir den Helm doch erstmal. Das wäre sinnig, weil dann hast du die Tandoori nämlich auch freigemacht hier für mich. Wenn du jetzt zur Zelt läufst. Also ich laufe mal eben zum Zelt. 1, 2, 3 ist der kürzeste Weg, ne? 1, 3, alles das gleiche. Ich bin im Zelt. Machst du meinen auf 5? Ich kaufe ein Stärke. Und so, Moment. Was war das nochmal? Der Zeit Gimli. Wen? Diesen Ulla oder? Der dich wieder zurück auf 5 setzt. Wer kriegt den? Ralf wieder? Wen krieg ich? Der oder mit dem Zurücksetzen. Oder der laufen muss viel. Ja. Ich weiß nicht, wer viel läuft. Ich glaube, wir kämpfen mehr, als dass wir laufen, ne? Dann kriegst du den, damit du den zurücksetzen kannst auf 5. Okay. Nee, den musst du in deine Tasche packen. Hm. Ja. Echt? Hm. Ja, deswegen ist ja die Frage... Ja, warum? Er kriegt ja nichts anderes. Er braucht sonst nichts, so, nicht, dass er sich da ausnockt. Warum, ne? Ist der Plättchen denn so klein? Ach so, nee, ich kriege ja das Plättchen. Ja, genau. Tschüss. Ein Geolog versenkt. Mhm. Wir hatten die. Ja, alles gut. So, alles jetzt gut. Jetzt ist Moni drin. Genau. Ja, aber ist auch nicht stark genug, dass sie da den Dings angreifen kann. Ich kann höchstens den Masabi, aber das ist ja wohl gerade nicht sinnvoll. Das bringt, der ist auch, du unterschätzt den nicht, der hat mindestens 10. Oder was ist die kleinste Zahl auf dem schwarzen Würfel? Eine 6, ne? Eine 12. Das kleinste? Du hast aber jetzt heute aber wirklich mit klein und groß. Ja. Was hast du mit ihr gemacht? Sie hat lange nichts Großes mehr gesehen. Ich weiß nicht, du kannst mich nicht drehen. Also 6 und 4 sind 10, das heißt, das Mindeste, was er würfelt, ist eine 10. Und selbst wenn du die Tandoori mitnehmen würdest an das Feld zum Unterstützen, würdest du nur auf 4 kommen. Also auf mindestens 5. Bis maximal 11. Also das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ja, soll ich jetzt die Tandoori rüberbringen oder soll ich Nebelplättchen aufdecken? Nee, sinnig wäre es, wenn du zu dem Brunnen wanderst und den Brunnen leer suppelst. Ja, den braucht Tine, sonst ist sie gleich platt. Ja. Weil ihr nicht würfeln könnt. Da soll ich dann direkt auf dem Weg die Tulguri mitnehmen, weil ich muss ja darüber laufen. Macht grundsätzlich Sinn. Obwohl, in dieser Runde schaffe ich das sowieso nicht mehr, ne? 1, 2, 3. Ich brauche zwei Brunnen noch. Was gibt denn der Masabi, der da unten steht? Ein Gold. Das lohnt nicht. Da ist ein Stärkepunkt. Ich würde sagen, geh ein Feld nach vorne und bis du das nächste Mal dran bist, ist der 10er Masabi da und der gibt plus 1 Stärke. Ja, klingt gut. Also geh auf die 4 oder auf die 3. Welcher?
gibt einen Stärker, der da hinten. Der, der gleich ja. kommen würde, eins, wenn wir eine Kreatur töten. Zwei, ne? Ja. Ja, ich gehe ein Feld zu den Tandoori, um mit den Tandoori dann schnellstmöglich eins, Richtung Mine. Wolltest du weiter marschieren? Ich bin gerade überlegen, ob ich weiter marschieren soll. Du bist orange, ne? Also den habe ich mir schon gesetzt. Ein eins. Feld, um auf die Null zu kommen. Ja, aber das lohnt nicht mehr in der Runde, oder? Jetzt dafür Überstunden zu investieren? Eigentlich nicht. Nee. Lohnt nicht. Gut. Dann beende ich meinen Tag hier. Ich gehe zum Brunnen. Bitte. Zwei sind das, ne? Und trinke den Brunnen. Ja, grün. Grün, grün, grün. Oh, wir haben flotten Dreier. Ich würde ja fast sagen, wenn ihr würfeln könntet, würde ich es nochmal versuchen, aber ich lasse es. Brunnen trinken ist eine Aktion, oder? War das eine freie Aktion? Brunnen trinken. Nee, normalerweise musst du da dann stehen bleiben, meine ich, oder? Ja. Du das geht durch. Nicht im Vorbeigehen. Nee. Wenn sie die Aktion Brunnentrinken schon gemacht hat, muss sie bis zur nächsten Runde, wenn sie dran ist, warten. Ja, gut. Dann warte ich. Ja. Dann bist du jetzt dran, Ralf. Du hast den Helm. Schnapp dir den Gore unten. Mhm. Du hast noch 2 Stunden. Ja, aber er schafft den auch nicht. Ja, da komme ich ja nicht mehr hin. 1, 2. Ja, obwohl, nimm doch den. Dann können wir den doch zusammen. Nein, er darf nicht auf das Feld mit dem Masabi. So. Jawohl, wenn man beides eliminiert. Ich glaube, den Masabi schafft. Wenn du jetzt den Masabi tötest, geht der Erzähler einen weiter. Das wäre aber tut er gleich sowieso. Ja, aber wir wollen Masabi nur töten, wenn er auf dem Erdplättchen steht. Okay. Damit die in die 81 verschwinden. Damit, genau, damit die in die. Damit die nicht in die 81, sondern dass die auf die Zeitleiche, auf die. Zeitleiste des Erzählers wieder gelegt werden, weil wir kriegen den Bonus davon. Was für ein Bonus? Das, was auf dem Plättchen drauf ist. Wille, Stärke, Gold. Für Wille, Stärke. Ja, obwohl die Dinger mit dem einen Gold, die lohnen ja nun mal wirklich nicht, ne? Nee. Ja. Deswegen, dann können wir den doch verschwinden lassen. Was willst du mit einem Gold? Der Erzähler geht aber dann für. Aber du lässt den ja nicht verschwinden. Ja, doch, den würdest du verschwinden lassen, der würde in der 80 gehen. Dann wird der Erzähler einen weitergehen und der 10er kommt mit Stärke. Okay, den kannst du rausnehmen von mir aus. Und dann würden wir den nächsten Tag nämlich auch dementsprechend auf Erdplättchen starten und dann können wir dann auch alle Viecher töten. Und der Hexe von Ando kommt. Nee, der. Masabi und nicht Wasabi. Ich denke schon an, ne? So, jetzt darf Tine. Ich würde zu dem Brunnen gehen. Du gehst ein Feld zum Brunnen. So. Trink ihn. Du bist leer. Stell das Ding auf den Kopf. Ein, nee, 1, 2, 3 waren das, ne? Du darfst weiterspielen, weil es keiner mehr da. Dann würde ich hier hingehen. Zählt das als angrenzend, auch wenn Fluss dazwischen ist? Wieso? Ich kann doch hier. Der Fluss ist absolut grenzend. Wegen dem Abak. Dann kriegst du die Blüte. Und es wird eine Karte aufgedeckt. Ein Held, der das Feld 9 betritt oder bereits dort steht, kann dort einmal 2 Stärkepunkte für nur 2 Gold kaufen. Ich habe sowieso kein Gold. Also mir nützt das nichts. Achso, guck mal, den habe ich ja hier noch liegen. Der gehört auch noch mit aufs Boot. Das heißt, auf ja, Feld 3... pack ihn jetzt einfach weg. Rein. Ganz unten runter. Auf Feld 63... Jetzt musst du doch sowieso alle Steine nehmen und neu mischen. Habt ihr hier alle Steine? Nee, das sind nicht alle Steine. Du hast auch welche oben im Becher. Das sind 5 Steine. Gibt's nur 5 Steine? Ja. Okay, dann musst du so nur mischen von der Reihenfolge. Stimmt. Auf Feld 63 darf ich nicht wegen der Bäumchen auf 56. Genau, oder du bezahlst 2 Wille. Nein. Oder du gibst die Blume ein und legst ihn schlafen. Du kannst auch da rumgehen. Ja. Dann gehe ich 1, 2. Noch ein weiter. Du musst auf 59. Gesundheit. Schönheit. Schönheit. Du sonst bist alleine. Corona? Nein. Kennt kein Corona? Wir haben kein Corona im Schrank. Dann
soll ich jetzt nichts mehr machen. Ich soll noch nicht tauschen, ne? Ich würde beenden. Oder soll ich schon tauschen? Dann sind wir aber nicht weit weg. Ist nee, dann gehen die direkt wandern, ne? Wenn du jetzt tauschst, gehen die direkt mit der nächsten Runde. Und so. Gehe ich noch einen weiter? Weil der jetzt gleich nach Tagesbeginn hier hingeht. Okay, und dann beende ich meinen Tag. Dann liest du eine Ereigniskarte vor. Darf ich noch was zu trinken? Nein. Einer der Helden verliert sofort einen Stärkepunkt. Ihr entscheidet, welcher Held das sein soll. Warum? Weil das Abenteuer den Helden viel abverlangt. Welche ich habe nicht gefurzt. Ja, dann verliere ich einen Stärke. Du hast ja eh nur einen. Nee, ich hatte zwei. Man geht ja auf zwei Stärke. Ja, toll. Also ich werde nicht mitkämpfen. Ich werde nur da dabei stehen und in Horn trölen. Du siehst nur gut aus auf der Schlacht, ja? Auf der Schlachtfeld. So. So, jetzt gehen die Goas. Goas. Der geht ans Weiter. Der geht dann da und der geht dann da. Den habe ich schon geschossen. Hast du? Den habe ich auch schon. Gut, Skrale. Der geht nicht. Der ist gefesselt vom Baum. Der ist gefesselt vom Baum, ne? Unten vor dir auf die 41. Ich habe gerade dann überlegen. Die 28. So. Der kann auch nicht weiter. Ich kann er lediglich nach da. Oder die Trolle. Ich würde auch mal was schubsen. Ich will den direkt schon mal rum, weil ich bald einmal da bin. Schatz, schubst mal. Boah, der strickt mir die ganze Zeit seinen Fuß hoch. Ja. Ich will ihn vertreten. Der geht nicht weiter. Warum nicht? Oder? Doch, sicher. Der verliert aber sofort 3 Wille. Beim Kampf verliert er 3 Wille. Somit sind wir damit durch. So, dann. Die Abax haben nicht geschlafen, also können sie weiter stehen bleiben. Genau. Brunnen. Hammer. Dann der Typ geht eins der weiter. Der Erzähler geht eins weiter. Der steht jetzt auf dem Erdfeld. Ja, auf dem Erdfeld. Und die Karte aufdecken, bitte. Genau. Das ist mir zu viel. Wir sind schon ein Stückchen weitergekommen. Nee, wir sind jetzt noch schneller. Aber wir sind auch ein Stückchen weitergekommen. Legt eine Riedgrasblüte auf Feld 36. Ein Held erhält das Heilkraut, das noch nicht im Spiel gebracht wurde. Das ist in dem weißen Becher. Guck drauf. Eine 4. Wer muss viel laufen gleich noch? Theoretisch die, ne? Nee, du. Ich? Okay. Du musst zur Zwergenmine. Ich muss zur Zwergenmine. So, in den westlichen Ausläufern des fallenden Gebirges, das die Trigori Koala benannten, lebten Feuertakugis, aus dessen Asche wertvolle Spiegel mit geheimnisvollen Kräften gefertigt wurden. Meres entdeckte, dass er mit Hilfe der Asche Kreaturen verschwinden lassen konnte, wenigstens eine Zeit lang. Doch seine Hexenkunst lockte doch nur neue Kreaturen. Nimmt die Kreatur auf der höchsten Feldzahl vom Spielplan und stellt sie auf dem Legendenleiste auf dem Buchstaben direkt vor dem Erzähler. Der ist 45, der ist 47. Ah, 57. Wo geht der hin? Vor dem Erzähler. Mit Erbsen handelt. Stellt danach die Kreatur von der kleinsten Feldzahl auf den nächsten Buchstaben. Da müsste er sein. Ja, das ist doch schon mal praktisch. Positiv. Die Wo Kreatur von dem kleinsten Feldzahl auf den nächsten Buchstaben. Auf hier. Ja. Kreaturen, die auf dem Feld des Endgegners stehen, werden nicht entfernt. Berücksichtige stattdessen die nächsthöhere bzw. nächst niedrigere Zahl. Sobald der Erzähler den Buchstaben mit einer Kreatur erreicht, wird die Position mit einem neuen roten Zehnerwürfel und einer Würfel erwürfelt. Mhm. Er würfelt nun noch die Position von einem Skral, indem er mit einem roten und einem hellen Würfel würfelt. Dann müsste ich jetzt quasi mit Moni tauschen, oder? Oder schleppt Moni dann die? Ich darf die Dinger ja nicht mitnehmen. Ich hatte eigentlich vor, jetzt eins weiterzugehen, die Blüte zu nehmen und die da reinzubringen. Mhm. Falls das Sinn macht. Und dann müsste ich theoretisch zurück und gucken, dass ich die hier erwische, ne? 36 ist da, wo die Blüte liegt. Unter den Toluri. Darf der da stehen? Ja, ne? Warum soll der nicht da stehen dürfen? Ja, muss nur bis morgen früh tot sein. Nee, der läuft doch auf die 16. Nein. Ach, alles was da ist, springt sofort. Alles was direkt am Zelt ist, springt ins Zelt. Warum würfelst du denn so hoch?
Ja, aber der springt ja genauso, also müssen ja, die beiden müssen weg. Müssen beiden weg. Joa, Meereshexenkunst. Kann ich mit den Tandori müssen tauschen, die gegen ihn kämpfen? So mit den Tandori tauschen. Du kannst mit Maskal tauschen. Die Tandori bringen zwei. Ja. Du bringst vier. Fünf. Aber du bist ja auch noch da. Ja. Weißt du, was du machen könntest? Du gehst gleich ein Feld auf die 56, legst den Abak schlafen. Ne, ist doof, dann geht der Troll weiter, ne? Auf die 56 darf sie nicht gehen. Warum darf eins sie? Davor. Sie hat doch die Blüte. Warum darf sie dann nicht da drauf gehen? Weil du ein Feld, habe ich das falsch in Erinnerung, mit Abak nicht betreten darfst. Was sei denn, du hast eine Blüte, dann geht er doch schlafen. Genau. Du kannst sie mit der Blüte besänftigen, ne? Pente. Ging das nicht nur von dem Feld daneben? Wäre ja unlogisch. Nee. Da sind ja 500 Meter zwischen. Hallo, ich hab ne Blume! Geh mal schlafen! Nee, nee, du brauchst schon ab dem Nachbarfeld brauchst du die Blüte. Damit du den Dings nicht verteilst. Aber zum Einschlafen musst du mit ihm aufs Feld, meine ich. Nee, vom Nachbarfeld auch schon. Vom Nachbarfeld schon? Ja, ja. Also kannst du das von dir jetzt schon machen. Der Pollenstaub fliegt quasi. Im Prinzip durfte sie. Nee, sie durfte doch, der hat ja eine Blüte. Gar ne? nicht stehen. Oder? Doch, sie hat das Feld betreten und hätte drei Willen abgeben müssen. Aber ich habe doch das Blüte. Aber sie hat nur die Blüte. Ja, dann hätte sie das aber vorhin machen müssen, als sie auf das Feld gegangen ist. Doch, das geht doch automatisch, oder nicht? Du kannst doch die Blüte nicht abgeben, wenn du auf dem Feld vom Baba gehst, oder nicht? Ja, aber sie ist doch vor dem Beendigen des Tages da drauf gegangen, oder nicht? Ja, dann steht der jetzt wieder. Genau, dann hat sie aber keine Blüte mehr. Aber dann hat sie keine Blüte mehr und sie hat zwei Stärke bekommen. Wieso zwei Stärke? Ja, wenn du die Blüte einsetzt, um Abak zu schlagen, kriegst du zwei Stärke oder ein Stärke? Einen Stärke, Entschuldigung. So. Wenn sie jetzt gleich den Spiegel benutzen würde und würde auf die 36 den Skral wegnehmen. Müsste er dann nur noch einen töten? Müsste er nur noch einen töten. Und sie kann anfangen, mit dem Tandori wieder in diese Richtung zu laufen. Ja, aber wir müssen töten. Ja, aber nicht unbedingt Skrale. Eigentlich völlig wurscht, alles was mir vor die Flinte kommt. Ja, aber du kriegst Skrale nicht so schnell tot. Du bist noch nicht stark genug dafür. Ja, ich hole mir jetzt gleich nochmal einen Stärkepunkt. Aber wir müssen ja bauen. Ja, oder du schnappst dir jetzt die Tandori und gehst erstmal Tandori mit den Tandori schlachten für die zwei Stärke. Ja, aber ich kann doch auch mit den Tandori rübergehen. 3, 4, 5, 6, also. Das haben wir auch total vergessen. Ja. Kannst du würdest auch. Du das Floß auf 30 fahren, bitte? Ja. Und dann holst du dir wahrscheinlich erstmal ein Steinchen. Gleich. Ja, jetzt. Ja. Für eine Stunde. Ja, ja. Da hast du ein Steinchen. Steinchen geht da oben. Darfst den Stern weglegen. So, dann ist Moni dran. Moni geht wahrscheinlich wieder Brunnen trinken, oder? Zeitverschwendung. Ja, aber sie holt sich die Stärke über die Brunnen. Ja, auch Stärke. Ja klar, sobald sie jetzt den nächsten Brunnen trinkt, bekommt sie... Gehe ich drei weiter. Und dann muss ich noch einen trinken, damit ich einen Stärkepunkt bekomme. Ach so, ab wenn du da voll bist, okay. Mhm. Dann kriegt sie mal pro Brunnen einen Stärke. Das ist natürlich cool, ja. Und du kannst auch anfangen zu töten, die hier kannst. Schaffst du es mit den Tandori zusammen, den zu töten? Unwahrscheinlich, ne? Wir haben zwei, vier zusammen und je nachdem, was wir dann würfeln, ne? Ihr kommt ja maximal auf 10. Ist nicht viel. Nee, ihr kommt ja maximal auf 10. Nee, das passt nicht. Aber... Wenn du mit den Tandori... Die Sache ist, wir haben jetzt gerade den... Platz, wo wir die Masai hier Masabi abknallen können, ohne dass der Zehner nach vorne geht. Und das wollen wir ja. Mhm. Das heißt, es wäre jetzt doch sinnig, wenn Tine gleich mit ihm tauscht und ihr zusammen einfach so viele Masai tötet da unten, wie es geht. Und zusammen vielleicht auch ein Skral wegknallt. Ja, das Problem ist nur, wenn man die zwei, der kommt ja dann weg. Aber wenn der nicht weggemacht wird, wir müssen aber auch erst die Masabi killen, bevor wir die Skrale killen. Ja, aber ich habe da gleich sechs Stärke. Wenn die Tine jetzt zum Beispiel den 28er nehmen würde, nur als Beispiel,
Oder den 36er, dann kann sie ja schon helfen. Und dann, sie hat ja schon 4 Stärke zusammen, gesagt, knallt sie den doch weg, oder nicht? Wir müssen doch auch erst die Masabi killen, weil bei den Skralen geht der Erzähler weiter und steht ja nicht mehr auf dem Erdfeld. Genau. Also tendenziell fände ich jetzt gut, wenn sie den Spiegel jetzt benutzen würde und den wegtauscht und dann zusammen mit dir den Skral tötet. Nee, wenn man den Skral töten, geht ja sofort der Erzähler weiter. Den Masai tötet hier. Oder den. Der wäre natürlich optimal, weil dann kriegst du plus 4 Hülle. So, wer ist denn jetzt überhaupt dran? Du. So, das heißt, ich setze jetzt einen aus. Nee, du kannst ja mit den Tandoori hier hingehen und dann kannst du ja gleich schon mit 2 Würfeln würfeln. Ja, aber ich muss ja mit den Tandoori in die Richtung. Nicht in die Richtung, weil da komme ich nicht vorbei. Ja, aber dann müssen die Masabi doch da oben. Aber du willst doch die hier noch. Du hast doch einen Pfeil und Bogen. Ja, aber ich müsste ja im Prinzip die Tandoori da drauf bringen, damit die mir was nützen. Nein, die müssen auf dem Feld mit dir stehen, und damit du die plus 2 bekommst. Ja. Ja gut, dann kann ich auch einen aussetzen. Nee, dann kannst du direkt angreifen. Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Was hast du denn? 4 Stärke. Ja. Nein, sie hat 2 Stärke. Ich habe 2, die Tandoori haben 2, sind 4. Genau. Ja, vergiss es. Du kannst damit angreifen, dann kann ich dich noch unterstützen. Das ist wenigstens 1 W6 plus 1. Ja, dann haben wir 5. Das bringt, setz eine Stunde aus. Ich glaube, das ist ganz sinnig. Dann holen wir Tine dazu und dann gehen wir zusammen kämpfen. Das macht mehr Sinn. Gut, ich habe braun. 1. So, du bist dran. Setz auch aus. Ja, du kannst ja nicht. Ich kann nichts machen. Kommst du nicht weg. So. Ich gebe den Spiegel ab und tausche. Nimm dir direkt die Blüte. Nur der die Blüte hat, muss gleich die Tandoori rüberbringen. So, das ist eine freie Aktion und jetzt könnte sie quasi schon einlaufen und den Kampf starten. Gut. So, jetzt würdest du ein Feld dahin gehen und jetzt könnt ihr überlegen, wollt ihr zuerst die 6 angreifen oder zuerst die 4? Erst die 6, weil die gehen ja weiter, ne? Nee, wieso? Warum sitzen sie denn auf die 17? Die können doch da stehen bleiben, wenn er da... Nee, oder die Masai. Wir wollen erst die Masai töten. Entschuldigung, kein Fehler. Dann nimmt ihr zuerst die hier. Zu zweit. Was soll ich denn machen? Ich bin... sie geht einen Schritt und eröffnet die Kammer. Oder wir nehmen den und können mit dir zusammen, oder nicht? Wieder, mit dem können wir auch zu dritt gehen, ja. Dann machen wir den noch zuerst. Da. Sicher. Darf man mal für die Bösen rufen. Aber anständig. 2 rote, ne? Zu welchem Bekämpfer denn jetzt? Den oder den? Den. Ja, aber dann musst du dich doch auch noch eins vorsetzen. Warum? Hab ich doch schon. Und Tine doch auch. Ne, Tine hat eine freie Aktion genutzt, um den Platz zu tauschen. Und der kämpft dann jetzt eine Stunde. Gut. 4, ich würfel noch. 4. Ja, gut. 4 und 4 sind 8. Nein, ich habe 5. Sind 9. 9. 9 und 6 sind 15 und du hast? Ich habe noch gar nichts. Du hast eine 3, sind 18. Ich habe 3. Ja, genau. So, die Tandoori geben plus 2 für jeden oder nur für insgesamt plus 2? Für die Gruppe. Dann nochmal plus 2 sind 20. So, und jetzt darf der komische Wasabi-Typ hier würfeln. So, und der hat 6 und 4 sind 10. Das heißt, mit 10 ist er locker tot. Ja, weil er hat ja auch nur 3. Genau, dann geht er nämlich ein Feld vor den Erzähler. Gibst du aber den Gore hoch? Wenn das doch auf der Erde ist. Genau, geht er hier ein vor und der schwarze Ring geht ein nach unten. Die Geschichte. Weiß nicht, wenn das auf Erde ist, dass er irgendwie. Aber das ist geht. Trotzdem. Ne, sie ist gegangen und darf dann kämpfen. Genau. Das reicht, ja, ja. Jetzt musst du nur noch für den Kampf den Stein ein nach vorne machen. Ne? Auf welchen Stein? Den von 1 auf die. Ist alles gut. Ich habe alle Zeitsteine gesetzt für uns, für uns Spieler. So. Ja. Wieso? Die Team ist doch von da.
Moni und ich haben eine Stunde ausgesetzt und haben dann gekämpft. Deswegen sind wir auf zwei. Doch, Tina, ich bin einmal ein Feld gegangen. Ja, und Tina ist ein Feld gegangen und, darf dann den Kampf eröffnen. Ist ja. ein Stein. Nein, sind zwei Steine. Steine. Einmal gehen, ja. einmal kämpfen. Das hatte ich doch gerade richtig, naja. Ja. So. Gut. So. So, Stärke. Als Belohnung gibt es eine Stärke. Wer will ich habe nur zwei und sie hat fünf, dann kriege ich den, oder? Ja, ist ja, doch völlig egal. Hauptsache wir kriegen so. Stärke, wie so. Wolle. Damit ist Tine fertig. Ja, dann bin ich dran. Dann bist du dran. Ich würde den Umweg übers Zelt nehmen. Ja, du willst jetzt schon Gold ausgeben? Ja. Also A komme ich sowieso hier nicht dran vorbei. Ich habe keine Blüte. Hm? So, B, nee, kannst du immer Tine abholen, oder nicht? B, er muss weg. Aber jetzt kommt erst auf. Ja. Ja, weil deswegen wäre es ja, wie gesagt, sinnvoll, wenn Ralf da drauf gehen würde und wir beide zusammen das machen. Dann müsste er aber auch eine Überstunde machen, um mit dem zu kämpfen. Das ist ja kein Thema, weil ich werde ja mit dem Kämpfen stärker. Erst auch im zweiten Kampf. Nee, ab dem zweiten Würfeln. Geht nach dem Würfeln. Ach so, ja, okay. Macht das jetzt Sinn? Also gehe ich. Mach einfach mal, die Runde ist, glaube ich, sowieso schon verkorkst durch den Anfang. Ich gehe jetzt auf die 20. War das die gleiche Anzahl? Ja, ja. Gut. Auf jeden Fall. Der ist auf der 7. So. Ja. Und ich greife Zwerchnase an. Den Masabi greifst du an. Nur um wegen sicher zu gehen. Ja, wir waren ja am Überlegen bei ihm, ob denke, der. Ich sollte erst den Gore angreifen. Nee, wenn du den Gore angreifst, geht der Erzähler hier drauf. Also greife ich jetzt den Masabi an. Den Masabi, weil den wollen wir ja in die 80 legen, hast du gesagt. So, Masabi war 3 und. 4 und W2, 4 und den schwarzen Würfel. 4 und 3 Willen, ne? Mhm. Komm hier ran. Denk dran, du kriegst plus 2 Stärke. Das heißt, du hast 3 plus deine Würfel. Und ich helfe dir ja. Ich mach ja mit. Ich stehe doch daneben, oder nicht? Da musst du aber die Würfel einzeln würfeln. Nicht ja, das war's. Nee, dann ist ja gut. Weil ich war gerade dran am Überlegen, dass ich es das nicht schaffen kann. Ja, ja. Ich habe eine 6. So, die behältst du. 6 und 3, ne? 6 und 3 ist 9. Mhm. Behältst du die 4 oder machst du weiter? Du hattest 6? Mhm. Der hatte 9. 9, 10, 11, 12, 13, 15 hätten wir. Reicht das? 12 und 4, 16 ist das Maximum, was Tine würfelt. 16 und 4 sind 20. Wieso 16 und 4? Ich kann das höchste nur 12 würfeln. Und 12 plus 4 sind 16. So. Du also kannst maximal einen 16. verlieren. Also wenn sie eine 12 würfelt, würdet ihr einen Punkt verlieren. Ja komm, ich bleib bei der 4, oder? Ich hab 9, du hast eine 4 gewürfelt und hast 2, sind 11, sind 15. Ja. 15. Das ist Risiko, ne? Ja, machen wir. Ja. So, 10, 4 sind 14. Und ihr habt 15. Verliert er einen. So, somit ja. habe ich gewonnen. Dreh den Helm um. Kriegt 2 Stärke drauf. Chakalaka. Und kriegt 3 abgezogen. 1, 2, 3 für die Überstunden. 2? 2 für die Überstunden. Ja, 2 für die Überstunden. So. So, und ich gehe auch eins weiter? Ja. Achso, für dich hatte ich schon gesetzt. Somit. Du kannst jetzt noch eine Überstunde machen, weil der Masagi lebt ja noch. Ja, der hat ja jetzt noch 2. Ja. Wieso, mit dem Kampf war er doch bei 7? Nee, nee. Achso. Nee, nee, schon richtig. Also mache ich noch eine Runde. Verlierst du 2 Biller. Du hilfst wieder. Geh ich mal von außen. Oder dann schafft er das nicht. Ich habe wieder eine 6. 3. Nee. 4. Hm. Haben wir wieder 15, ne? Nee, haben wir mehr. 6 und 5 sind 11. 11 und 4 sind 15. 10, 11, sind 13, 14, 15. Wir haben wieder 15. Kann nicht sein. 6 und 5 sind 11. Du hast 4, 13, 14, 15, 13, 17. 17 haben wir.
Du so, und Tina hat eine 10 und 3 sind 14. 13. 14. 14 hat sie. Ja, 14. Und ihr habt eine 17, damit ist das Ding tot. So, und er geht jetzt in die 80. Ihr bekommt ein Gold. Also das kriegt wahrscheinlich Ralf. Ja, gib ihm das Gold. So, der Erzähler und geht einen weiter. 1, 2 Wille, weil ich... Genau. So, dann geht die Dermasavi auf die 10. Wir haben hier ein Sternchen. Was bedeutet Sternchen auf B? Gender. Was bedeutet Sternchen auf B? Die Karte, oder nicht? Die Karte gibt es sowieso, ne? Ja, die gibt es auf B. B? Ja, B. Ja. C, D. Ne, dann heißt das, dass da eine Karte ist. Die Sternchen heißen, das gibt eine Karte. Ja, ja. Ach, wir kriegen doch das Floß. Jetzt kommt es. Ja, toll. Und du hast mich weggeschmissen. Gut. Ja, von was soll die Kacke? Den misst jetzt auch noch. Ohne zu fragen, schon dreist. So, ich habe das Bötchen wieder ausgebuddelt. Ja, das kommt ja dann wieder da unten. Übereinander gestapelt, die 5 Mehrersteine. Warum stört dich das etwa? Ja, ich hibbel ja nicht, indem ich mich auf dich draufsetze. Dann wäre ich platt. So, Hammer. Sternchen auf die Felder 12. Ja. 16. Hier liegt so viel Zeug rum. 16. 29. 28, 38. Wo ist denn jetzt die 29 hin? Unten. Am Fluss. Ach da, ja. 32 und 38. Bla bla bla, wissen wir. Der kriegt den roten Ring auf den Hut. Und mit dem Erzähler geht auch immer das Boot eins weiter. Genau. Das Boot startet wo? 33? So, die Mehrersteine müssen wir lesen. Müssen wir nicht lesen. Aber da ist ja nichts. Das ist ja nur Erklärung, ne? Das ist nur Erklärung. Dann soll ich noch was Sinnvolles tun oder soll ich meinen Tag? Zumindest vom Brunnen runtergehen. Damit du den nochmal wahrnehmen kannst. Geh doch auf das Feld mit dem. Sekunde, wer ist denn jetzt überhaupt dran? Also ich war als letztes. Ja, Tina geht jetzt ein Feld auf die. Weil ich denke mal, ihr macht nichts mehr. Auf die 35 und holt sich den ersten Stein runter. Achso, ich habe meinen Tag beendet im Prinzip. Ne? Ja, dann gehe ich eins runter, bitte. Nee, der Tag geht ja weiter. Geh eins auf das andere Feld. Was? So, das Boot geht doch jetzt eins weiter. Nein, das geht erst am Ende des Tages weiter. Und genau. Sie hat den Tag noch nicht beendet. Sie hat ja noch. So, sie geht einen weiter und für eine Stunde holt sie sich den ersten Stein. Genau. Runter. Und der kommt ja oben in die Tagesleiste. So. Toll. Soll ich ihn freiwillig nehmen? Den kannst du ja auch wegschmeißen. Ja, dann würde ich sagen. Und du darfst ein Sternchen entfernen. Du nimmst das 29er Schild. Ist ja wohl völlig klar, dass er 29 genannt. Und dann würde ich vielleicht auch meinen Tag beenden. So, dann ist Ralf noch dran. Der möchte seinen Tag bestimmt auch beenden, ne? Ja. Ja, dann lassen wir das Ding verschwinden, ne? Oder müssen wir das hier hinlegen? Das kannst du bei dir hinlegen und dann kannst du es auf deinem Feld fallen lassen. Ja. Stein interessiert ja keinen. Ja. Hier. So. Dann Karte, ne? Jetzt geht los. Genau, jetzt fängt es an. Karte. Karte. Der Held mit dem niedrigsten Rang würfelt mit einem Heldenwürfel. Die Gruppe verliert Willenspunkte in Höhe des Würfelwurfs. Wieso? Wird es passieren? Schwefliger Dunst umgab die Helden. Alter, ich hab gesagt, lass die Bohnen weg. Entschuldigung. Mensch, kannst du dich woanders furzen? Jetzt würfel wenigstens mal richtig. So, was war das? Wille? Ja. Das Geilste wäre jetzt, wenn du noch auf einen Wille gewesen wärst. Und du wärst abgekackt, weil er gefurzt hat.
Komm, ich nehme den Wille natürlich. Weil die ganze Gruppe verliert einen. Ach so, die ganze... Warte, dann wäre ich in deinem Furz gestorben. Was? Nein, die Gruppe verliert Willenspunkte. Ja, nehme ich auf mich, weil ich kriege ja so also viele. Nur einer einen. Ja, dann kann ja. Ja. Also habe ich mich selbst vergast. Hattest du eigentlich gerade nach deinem zweiten Wurf auch 3 weitergemacht? Ja. 2. Was? Ja, 2. Ja. Hatte. Und der Rest fiel in Überstunden zum Opfer. Nee, dann ist ja gut. Hm? Weil ich so. Habe nur gesehen, dass du reduziert hast wegen den Überstunden, aber nicht gesehen, dass du weitergesetzt hast. Ging die ganze Zeit hin und her, wir sind so. DJ. Gut, so die kleinen, dann nee, Moment, die gingen doch vor, nein, oder? Nein, die gehen erst, wenn der schwarze Ring beim Erzähler ist. Also gehen die kleinen ein. Jetzt gehen die Gors. Die Gors. Fangen wir mal mit dem an. Und dann kommt er. Und wir sind tot. Kann ich auch sagen, warum? Ja. Zack, zack. Runde beendet. Da, 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 da. War doch sowieso eine scheiß Runde. Ja, die ja. Fing schon scheiße an durch. Wer hat für die Gegner gewürfelt? Ja. Wir nicht! Wer hat mich fast getötet? Hör mal, das ist ein Glücksspiel, ja? Wenn du so scheiße deswegen Glück hast. Deswegen habe ich ja extra mal Nagellicht auf einen draufgefurzt. Wer ist fast an deinem Furzkick gestorben? Also wollt ihr nochmal mit dem. Ja, einmal zurückmarsch, würde ich sagen. Ne? Nochmal okay. Mit dem Scuba? Aber doch jetzt noch nicht. Die wollen doch erst noch einmal gegen heute. Den Vierer da kämpfen. Ja, ach so. Das können wir ja machen, ohne uns zu bewegen. Oder du gehst hoch und tötest den, der dir plus 1 Stärke gibt da oben. Nee, wir haben ja einen. Weißt du, was schon ich meine? Gemacht, ja. Ralf, wenn du hier oben hingehen würdest, könntest du versuchen, den zu töten. Ach so, meinst du? Eventuell. Ja. Oder du wartest und Moni kommt ein Feld rüber. Aber er kann doch trotzdem erstmal am Zelt vorbei sich die Stärke holen und dann, wenn er gleich nochmal dran ist, den versuchen zu töten. Ja, aber wenn der Ralf jetzt schon Gold ausgibt, das ist Gold, das dir am Ende fehlt eben, ne? Bei der Mine. Ja, weil ich ja in der Mine... Da kriegst du 1:1. Genau. Und das finde ich sinniger. Ich finde es sinniger, wenn du jetzt Richtung Zelt gehst oder hier vorne schon zu der 10 oder dich sogar schon auf die 3 stellen würdest. Dann kriegst du die Blüte, dann tötet Moni und... Tine, den hier, dann kriegt Moni plus 4 Wille. Hm? Und dann kann Moni nämlich rüber gehen, um dir da bei denen zu helfen. Hm? Und Tine schnappt sich die Tandoori und geht schon in die Richtung, weil sie hat eine Blüte und kommt mit den Tandoori an dem da vorbei. Klingt eine gute Idee. Ach komm. Oder du haust auf dem Weg den Gor um. Nein, den darf er noch nicht tun. Ach, den darfst du noch nicht. Genau, weil sonst sind die Maasai wieder weg. Richtig. Dann gehen wir da. Also gehe ich jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4 Felder nach vorne. Du kriegst die Blüte, super. 1, 2, 3, 4. So. Dann ist Moni dran. Moni eröffnet den Kampf gegen den hier mit der Tine zusammen. Dann schubst mal uns weiter. 1 und 1. Ich habe eine 5, die behalte ich drin. Die 4 wirst du wahrscheinlich auch behalten. Du hast nur noch einen Würfel. Besser ist es, ne? So, du hattest 5, du hattest jetzt 10. Du hast 3 und 4 sind 7, sind 17. 17 und mit den 2 19. So, und jetzt würfelt der Bösewicht. Wasabi. Mhm. Und Wasabi hat 10, 14. Und 4 sind 14. Sind 5, so, dann ist er tot. Genau. Er geht nach. Hebst du noch immer den Gor hoch? Super. So, du bekommst 4 Wille. 1, 2, 3, 4. Super. Hab dann 3 Würfel. So, dann bin ich dran. Geh doch auch zum Ralf, dass wir den gemeinsam. Oder bringt das nichts? Basti ist ja leider keine große Hilfe. Ach so. Naja, ich gebe dir mindestens 2. Ja. Oder du guckst, ob du da noch von was aufdecken kannst. Von daher wäre interessant, ob du nicht besser mit dem Tandoori durchstartest, weil wir 3 sind... Er hat ja keine Blüte. Ich habe keine Blüte. Tina aber die kann ich dir doch geben, wenn er an mir vorbeikommt. Ja, wollt ihr dann hier... Ja gut, ihr könnt auch hier die ganze Zeit kämpfen. Okay, dann gehe ich 1. Schnapp mir die Tandoori und die Blüte. Mhm.
den Wasserschlauch betreiben? Basti. Weil du so viel mit den Tandoori laufen musst. Wir stehen gerade zusammen. Ja, er kann die aber nicht hinlegen. Du sicher. Ach, da sind auch noch so Felder, okay. Weil du ja mit denen so viel laufen musst. Dann gehe ich mit denen 1, 2. Ne, das musst du drüben machen. 1, 2, 3. 3. Bisschen schlafen. Kriegst du einen Stärkepunkt? 4, 5. Nee, du musst ja da enden, dann ist dein Zug vorbei. Warum muss ich enden? Weil du da stehen bleiben musst. Da bleibst du erstmal stehen und machst dann gleich weiter. Genau. Ach, die Blüte abgeben ist eine, ist eine Aktion. Ich stand auf 6. 1, 2, 3, 4. Stand hier. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt. So, Tine ist dran. So, dann komme ich. Ja. Zur Wir müssen rüber. Genau. Reicht ja? Reicht, genau. Einen Schritt nach vorne. So. Willst du warten, bis ich auch komme, oder? Ja, wir sind stark genug. Ich glaube auch. Ja, ja. So das kriegen wir hin. So weit vorne. Dann so, eröffnen dann wir den Kampf. Zack und zack. Einer muss den Bösewicht würfeln. Ja, geh probier. Ja. 5 behalte ich direkt. Du bist wirklich so richtig. Nicht gut. 6 und 5 ist 11. Und wo? 10. 21. 21. Ich hab das schon gewonnen. Egal, was du willst. Kannst du laufen, was du willst. 6. Ja, vorbei. So, ihr könnt euch einen Stärke aufteilen. Ede, mene, Mistes, rappelt in der Kiste. Wer kriegt den? Er reift nicht, weil Ralf fährt sich gleich mit Gold schon recht viel hoch. Genau. Denk dran, du kriegst 2 Wille, Ralf. Ja. Richtig. So, du hast den Kampf eröffnet. Und ich habe noch... Eine Stunde. Eine Stunde. Was mache ich denn sinnvollerweise? Schon am besten, ein Stückchen gehen? Genau. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Eigentlich zu diesem. Sinnig wäre es, wenn du jetzt guckst, Scheiße, dass du schon zur Mine kommst, ne? Nee. Wir müssen gleich unsere Angriffe noch machen. Wir haben noch nicht gewonnen. Wir liegen noch hinten, sagt. Ah, okay. Wir müssen den Skrull noch auf 28 tun. Ganz genau. Mhm. Was habe ich denn noch? Eine Stunde. So, ich opfer mal eben das Kraut. Kann ich Stärke kaufen und vorbeigehen? Wenn das Kraut kannst du noch im Ganzen opfern. Na gut. 1, 2, 3, jetzt bin ich da. Habe ich zwar einen verschenkt. Und ich bin auch einen schwächer. Sonst komme ich einen rüber und unterstütze dich. Ich brauche ja nur einen rüberkommen. Mhm. Ja, dann beende ich meine Aktion jetzt erstmal. Ja. Du hast ja deinen Heilkraft benutzt, dann passiert hier auch nichts. Genau. Da ist Moni jetzt dran. 1. Oder Tine kommt auch 1 rüber gleich. Ja, und zu dritt den wir machen den zu dritt weg. Dann ist der safe. So was von. Ja? So, du, Tine du ist auch noch ein. Du bist erst dran. Ach, ich, Entschuldigung, ich bin erst dran. Du wolltest nur einen weiter. Ich benutze meinen Wasserschlauch einmal. Und geh eine Stunde. Also 2. Mit den Tulgori, genau. So, dann beende ich meinen Tag und du musst einmal würfeln. Guck mal, was da drunter ist. Da ist ein Amulett. Das durftest du jetzt noch gar nicht sehen. Ach so. Egal. Okay, wir haben nichts gesehen. 2, 6, 5, 1. Das war's. So. Jetzt ist Tine dran. Tine. Ich gehe ein Feld. Ein Feld. Und eröffne den Kampf. Und eröffne den Kampf mit Ralf zusammen und Moni zusammen. Richtig. 5 behalte ich. Hatte ich jetzt einen Stärkepunkt bekommen? Nee, ne? Nee, den hast du nicht gesetzt. Oder hast du den genommen, Tina? Nee, Tina hat sich den auch nicht genommen. Gut. Ich brauche die roten Würfel. Was hast du? Ich habe mir 3 gewürfelt. Das heißt, du hast... Ich habe 8. Das heißt,
19. Mhm. So. Eine 2. Eine 2. Ja, da kannst du nochmal würfeln. Eine 4. Das sind 8. Und 8. Sind 27. Brauche ich gar nicht würfeln. Das ist ein Skral. Der hat. Der ist pulverisiert. 6 und 6. So. Und 12. Und ich würfel eine 5. 12 und 5 sind 17 zu 27, dann bist du 10-fach tot. Ja. Ja. Pulverisiert. Ja, und du nimmst am besten das Gold, genau, oder? Genau, Ralf nimmt das Gold mit. Pupp, der ist weg. Erst reift das Gold. So, dann geht der Erzähler ein weiter. Kann er noch nicht, das Feld ist voll. Das ist egal. Ja, jetzt geht los. So, warte, machen wir langsam. Nimm einfach alles runter, was auf dem Feld liegt. Genau. Der Erzähler geht ein weiter. Perfekt. Das Floß geht ein weiter. Nee, diese Dinger gehen vor allem. Ja, aber da passiert ja nichts mit. Aber sonst vergessen wir das mit dem Floß. Nee, nee. Wir gehen systematisch durch. Wird ausgewürfelt mit Rot und Gelb. Hast du gerade da liegen? Habe ich gerade da liegen. 42. Wenn der da drauf steht, geht er ein Feld weiter, genau. So, dann kommen die wieder auf die Felder. Auf die Felder diese 10. 10. 36. 32. 44. Warum haben wir die jetzt alle eliminiert, wenn sie schon wieder da sind? Weil wir die nochmal töten wollen. Ah, toll. Guti. Das haben wir erledigt. Dann kommt Karte D. Dann kommt der auch noch ins Spiel. Ja, das ist ja wahrscheinlich Karte D. Der ich nochmal in der Bötchen. So. Ja, Meeres taucht auf, genau. Stellt Meeres zum Helden mit dem höchsten Rang. Tschüss. Ja, so, ne? Zu Tina, bei dem Kalori. Ist ja sogar mal logisch, dass er da auftaucht. Ein Held kann ab sofort die Aktion Meeresbewegen nutzen und ihn für eine Stunde auf der Tagesleiste bis zu 4 Felder weit bewegen. Steht Meeres auf dem Feld einer Kreatur, kann ein Held für eine Stunde die Kreatur auf ihrem aktuellen Feld hinlegen und damit daran hindern, sie zu bewegen. Warum müssen wir das verhindern? Ich weiß nicht, warum ich mein Feld da hinten schon hingesteckt habe. Wir waren noch gar nicht fertig. Die Aktion ist nur einmal pro Tag möglich. Andere Kreaturen, die auf das Feld einer liegenden Kreatur laufen, werden entlang des Falls auf das daran angrenzende Feld gestellt. Bla bla bla. Bei Sonnenaufgang bewegt sich die liegende Kreatur nicht, sondern wird nur wieder aufgestellt. Regeln und Anweisungen, die sich auf Kreaturen beziehen, gelten nicht für liegende Kreatur. So, Meereshilfe bewirkt Gutes oder Schlechtes. Sobald eine Kreatur hingelegt wurde, muss der Held, der die Aktion ausgeführt hat, mit einem schwarzen Würfel würfeln und die entsprechende Auswirkung weiterführen. Meeres hilft der Heldengruppe, solange der Erzähler noch nicht das I erreicht hat. Ja, super. Dann stellen wir das. So, der konnte Kreaturen schlafen legen, auf dem Meere steht, ne? Ja. Ja. Aber sobald er eine Kreatur hinlegt, müssen wir würfeln. Ja. Genau, wir verlieren 2 Willenspunkte oder wir bekommen 1 Gold. Ja. Ist ja tendenziell nicht schlecht. So. Wer hat den Kampf gerade eröffnet? Tino. Okay. Dann bist du jetzt dabei. Du bist schon, also du würdest jetzt in Überstunden gehen. Ja. Macht das Sinn? In Überstunden zu gehen? Sekunde. Nee, du könntest jetzt deinen Tag beenden, dann geht nämlich der Erzähler weiter und das Floß kommt zu dir und du kannst wieder den nächsten Stein aufdecken. Ich habe eine Blüte und komme auf die andere Seite. Und würdest auf die andere Seite kommen. Wenn ich es denn überhaupt müsste. Weil da kommt gleich ein ganz Schwung von Zeus zu mir. Ja, aber du müsstest dahin. Wo? Weil irgendwann musst du ja mal rüberkommen, um Gold zu holen. Und du musst ja auch noch rüberlaufen wieder. Ja, von daher war jetzt meine Überlegung, ich mache 3 Überstunden. Ja, dann bin ich in der Mine. 1, 2, 3. Oder zumindest bin ich an ihm hier vorbei. Mhm. Du kannst dann auf dem Rückweg schlafen legen. Und kann auf dem Rückweg schlafen legen, weil sonst müsste ich nämlich noch irgendwo gucken, wie ich an eine Blüte dran komme, die hier auf dieser Seite definitiv nicht liegt.
Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir auch keine mehr, mhm, weil die sind immer vor der Burg. Das wäre jetzt so meine Geschichte. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Mhm. Moni, kommst du noch an einem Brunnen dran? Nee. Nur mit einer Überstunde und das ist ja dann verliere ich die. Nee, eine Überstunde kostet dich 2. Dann bist du immer noch da, um den Stärke zu holen. Ja, stimmt. Dann würde ich das vielleicht mal machen. Ja, ich muss ja mal eben hier reingucken. Mhm. Ich gerade überlegen, ob das so sinnig ist. Weil da müsste sie nämlich gleich auch wieder irgendwo Wille herholen, weil sie muss ja auch weg, damit der Brunnen sich umdreht, ne? Mhm. Der Brunnen dreht sich um. Sie muss dann trotzdem laufen. Sie muss dann einmal zurück. Nee, dann ist das ja sinnig. Dann macht das doch Moni gleich. Ja. So, aber jetzt ist noch alles an. Mache 1, 2, 3 Schritte, dann bin ich schon mal safe. Scheiße, ich habe die Updates hier drauf gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil ich kann mir ja ein bisschen Glück hier, Stärke beim. Hast du eigentlich gerade bei den Kämpfen. Beim letzten Kampf bin ich mir nicht ganz sicher. Die Willenspunkte. Ich meine nämlich. Hattest du darauf geachtet? Ich meine nicht. Ich meine nämlich auch nicht. Ich meine nämlich auch nicht, also gehe ich auf die 6. So, what? So, ich mache jetzt für Moni, sie geht auf den Brunnen. 1, 2, 3. Ich habe übrigens eine Kreatur für Moni gefunden. 1, 2, 3. Dann verlierst du 2 Bilder. Trinkst den Brunnen, kriegst einen Stärke. Und 3. Nein. Ja, nee. Ja. Alles gut. Dann den Stärke, den nehmen? Habe ich schon. Weil dann kannst du nämlich morgen dann hergehen, gehst darüber, gehst zurück und hast schon wieder einen Stärke mehr. Mhm. Beziehungsweise, ja. Weil morgen ist wieder der Tag, wo wir die ganzen Wasabi-Fuzzis killen können, ohne dass die den Erzähler weiterschicken. Ja. Du bist dran. Ich bin dran. Du bist so, dran. Ach so, ich beende meinen Tag, ne? Oder wer soll, muss irgendjemand den Tag zuerst beenden? Ja, ich beende natürlich den Tag. Noch mehr geht ja nicht. Ralf ist zuerst. So. Ich bin am Überlegen, ob ich einmal in die Überstunde gehen sollte, um... Du kannst doch nicht beenden, Moni. Warum? Nein, das ist ja jetzt gescheatet, wenn du jetzt einfach beendest. Achso, nee, Quatsch, du kannst beenden, Entschuldigung. Ja, was soll ich gerade sagen? Nein. Bin da drauf gegangen, oder? Ob ich mit Mavis eine Kreatur hinlegen soll, um eventuell für dich noch ein Gold zu erspielen. Was? Der Mavis, ja, der Zauberer. Genau. Den kann ich jetzt bewegen und eine Kreatur schlafen legen. Und wenn ich das mache, müssen wir mit einem schwarzen Würfel würfeln. Dabei kann passieren, dass ich Wille bezahlen muss oder aber, dass irgendeiner von uns Gold bekommt. Ein Gold. Ja gut, aber das ist für Ralf ein Stärke. Jetzt gerade, weil er noch in der Mine steht. Genau. Nee, ich stehe einer vor, aber du kannst das Gold ja vor der Mine liegen lassen. Nee, das kriegst du einfach. Das krieg nicht ich, sondern die Gruppe kriegt ein Gold. Ah, okay. Ja, wen schicken wir denn dann schlafen? Bleibt ja nur eigentlich er da? Ja, genau. Wird nur er bleiben. Weil er macht... Nein, der Held, nicht die Gruppe. Der Held bekommt ein Gold. Mhm. Ja, das kann, wohl, das kann ich dir mit freier Aktion mit der Krähe rüberschicken. Ja, kannst du aber auch einfach da liegen lassen. Vor dem Tor. Achso, ja, du stehst ja auch bei mir. Ja. Ja, nee, das nehme ich dann beim nächsten Schritt mit. Du kannst das zuerst auf dem Plan verteilen, wie lustig bist. Ich glaube, auf der Hosentasche. Ja. Ja, nee, das ist gut. So. So, als erstes einmal, ich bezahle 2 Wille. Aber macht es Sinn, wenn wir dann lieber den schlafen legen? Weil dann haben wir ein bisschen Puffer, weil dann, weißt du? Ja, dann legt den noch schlafen. Mavis geht jetzt das Feld dahin und legt den schlafen. Weil der ist ungefährlich da hinten. Gut. Also geht 1-2 Schritte nach da, bups. So, und? Warum klingt der so? Und der Gor schläft. So, jetzt musst du mit dem schwarzen Würfel würfeln. Du kriegst ein Gold? Nee. Acht. Ach so. Was ist 8, wenn wir eine 8 würfeln, Moni? Leider 2 Willenspunkte. Weniger. Das bist du. Ja. Musst du die 2 Wille bezahlen? Wer muss denn die 2 Wille bezahlen? Der Held, der gewürfelt hat. Du hast gewürfelt. Der Brunnen da oben beim Troll gehört mir gleich.
So, dann nutze ich noch meine freie Aktion und decke mit meinem Raben auf einem Feld alle Plättchen auf. Was? Auf einem Feld alle Plättchen? Wie meinst du das jetzt schon wieder? Ja, Nebenplättchen. Ich kann jetzt Nebenplättchen aufdecken. Ja, welches möchtest du denn? Ja, ist mir doch egal. Such dir eins aus. Was hättest du gerne? Das auf der 32, weil da so ein Navy drauf liegt. Gut, da liegt ein Gold. Hä? Wir haben 41. Was will der jetzt von mir? Keine Ahnung. Gut. Du hattest das gemacht? Wir sind so dran. Die Tina ist als einziger noch da, die was machen könnte mit einer Überstunde, wenn sie will. Ich glaube, ich will aber jetzt nichts mehr machen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich möchte auch meinen Tag beenden. Gut, Tag beendet. So, schmeißt du ein Ding weg. Ach, du hast auf der 4 auch nichts geschafft? Nö. Ja, dann super. Kommt die Karte. Ich bin mir eben auf. Wüste Kreaturen verunreinigen den Brunnen im Süden Andors. Das Brunnenplättchen auf dem Feld 35 kommt aus dem Spiel. Hast aber Glück gehabt. So, dann wandern die Gurs. Depends. Der steht nur auf. Der hat gepennt. Jetzt geht es hier der Reihe nach. Erst die 39 nach da, 42 nach da, 44 nach da, die 50 nach da, Skrale. Er geht doch, nicht. Doch, der aber schläft. Ja, was springt denn jetzt? Schlafen kann er überspringen. Mhm. War dazu? Mhm. Der geht auf die 40. Warum gehst du auch jetzt auf die 13 mit dem? Überspringen. Warum überspringt er? Der steht doch nach. Der steht doch hier. Genau. So, und wenn er den überspringt, steht er doch hier. Ja. Ja. Echt jetzt? Ja. Überspringt er den oder geht er auf das gleiche Nein, Feld? Du kannst nur überspringen. Ja, dann überspringt er den, weil der schläft ja. Gut. Der pennt nicht. Das ist erledigt. Jetzt kommen noch die Trolle. Mhm. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir so eine riesen Karte haben. Bei dem ganzen Zeus, was hier rumsteht. Patrick ist auch dämlich. So. Dann steht der Abak wieder auf. Der steht hier auf. Wunderbar. Hat sich erledigt. Der ist versiegt, verdorrt, vertrocknet. Das Floß geht ein weiter. Nee, das Floß geht noch nicht ein weiter. Dann geht er halt noch nicht ein weiter. So, jetzt haben wir Brunnen umgedreht. Jetzt geht der Erzähler erst ein weiter. Da muss ein... Genau. Der Gor muss jetzt ausgewürfelt werden, wo der hinkommt. Mach ich mal eben, ne? Auf die 16. 20, 17, 13, 16. Und den überspringt er und den überspringt er und sitzt damit auf der 6. Schon sieht die Situation ein bisschen anders aus. Er steht jetzt hier auf dem Dingsbumsplättchen. Ne? Jetzt geht das Floß ein weiter. Floß ein weiter. Den Erzähler hat man schon gemacht. Mhm. Damit beginnt der neue Tag. Nee, hier kriegt noch jemand das plus 2 Plättchen. Das nimmst du am besten. Nehme ich einfach mal mit. So, und dann gibt es den neuen Tag und du fängst an. Hier. Du hattest. Nee, wir hatten ja gar kein Gold jetzt gekriegt. Nee. So, ich quetsch mich mal dabei. Wie es ein Feld, ne? Genau. Und kauf 5 Stärke. Somit habe ich 10. Also auf dem Handy ist das ja kacke. So, ich bin fertig. Dann ist die Moni dran. Was sollte die denn sinnvoller machen? Eigentlich sollte sie ja... Sollte... Moni hat Stärke 5. Schafft sie... Den Gor mit Stärke 5? Eigentlich so weit von. Wo bin ich denn? Da. Habe ich was verpasst? Nö. Ja, das ist alles noch in Ordnung. So, ich stehe da noch. Aber ihr müsst gleich ganz schön schlachten. So weit von. Ich stehe eigentlich auch schon in den Startlöchern. Nee, Moment. Was machst du denn? Greifst du jetzt an? Ja, ich denke, ich soll den angreifen. Ist ja die Frage, greifst du ihn jetzt an?
Das war jetzt nur meine Frage. Dann geht aber der Dings eins weiter, der Zähler. Genau. Ne? Und dann haben wir dann die... Dann geht das nicht. Dann geh nochmal eins zurück. Geh doch auf die, geh doch hier hin und dann tötet ihr den zusammen. Also zwei. Mhm. Okay, ist zwei. Eins, zwei. Nee, du müsstest drei gehen, ne? Nee, stimmt gar nicht. Eins, zwei. Ja. Und dann tötest du mit Tine um den. Nee. Wieso? Nee. Wo ist denn Tine? Die komische Figur? Ja. Okay. Das Blondchen. Das Blondchen. Ja, falsche Haarfarbe. Getönt. So, und dann gehst du hier. Eins, zwei und eröffnest den Kampf. Und Tine? Nee, Tine ist da. Wann decken wir denn mal den Geologen auf an der Höhle? Jetzt gleich sofort, sobald der Kampf vorbei ist. Eine 3. Ich muss aufnehmen. Ja. Eine 6, bleibe ich bei. Das sind 11. Das sind 23. Damit ist er tot. Brauchst du gar nicht. Brauch ich gar nicht würfeln. Ihr habt kämpft gegen den hier. Einer von euch bekommt plus 1 Stärke. Wie viel Stärke hast du? 6. 6, dann nehme ich den, ne? Ja. Dann brauch 6. So. Dann bin ich dran. Ne, jetzt kommt erst, jetzt wird das aufgedeckt. Und irgendjemand bekommt die Halskette. Moment, die Halskette kam noch hier hin. Ah, ja. Damit decken wir doch ab. Genau. Die können wir doch einsetzen, damit irgendwas nicht passiert, ne? So, dann bin ich dran. Ich würde sagen, ich schnapp mir die Tandoori und gehe zum Brunnen. Und geh zum Brunnen. Meine Güte, wollen wir bumsen. Boah, der säuft wieder wie ein Loch, ne? Das sind 2, ne? Mhm, waren 2. Ja, dann gehe ich, wo bin ich? Irgendwo da? Tine ist doch dran, oder nicht? Tine ist dran, ach so. Richtig. Was macht ihr denn jetzt? Das fällt ich gehe zum Brunnen, damit ich die Stärke kriege. Kohle. Bin Tine, die nicht brauche. Aber ein Stärkepunkt für uns wäre besser, ne? Stärke, wir brauchen Stärke. Ohne Ende. Ey, ihr könnt auch gucken, dass ihr noch so viele Fuzzis hier tötet wie möglich, ne? Also die auf 36 zum Beispiel gibt 4 Wille. Und da gibt es nochmal plus 1 Stärke. Achso, warte. Ja, wir haben noch nicht gekämpft. Ja, ansonsten gehe ich wieder zurück und ja, wenn du jetzt auf... Was hat Ralf denn gemacht? Wer ist denn jetzt auch dran? Ja, aber da gibt es nur Willenspunkte. Ich hab nicht. Das ist echt anstrengend, wenn ihr mit euren Handys rumdaddelt. Ja. Wer ist denn jetzt dran? Tine. Du bist im Brunnen und Tine ist dran. Tine ist dran. Dann würde sagen, geht Tine... Gar nicht, ja. Die kennen direkt den Kampf. Ja, die können auf die 17 gehen und warten, oder? Wo? Wenn sie auf die 17 geht... Sie steht doch da. Ja, meinst du, sie schafft den alleine? Der hat mindestens... Der hat doch 4. Ist dann die Frage, ob sich überhaupt lohnt, den zu machen, weil da kriegst du doch nur Willenspunkte. Ja, aber warum sollst du den nicht umsonst? Das sind 4 Willenspunkte. Wille im Zweifel kann ich dir dann auch noch aufopfern zum... Für Überstunden. Ja. Ja, also entweder sie geht eins weiter oder sie bleibt stehen. Das ist egal, weil ja, ich muss erst rüberkommen, oder? Weil alleine bin ein bisschen eng, oder? Ja, ich war jetzt am Überlegen, ob sie so weit geht, dass ihr den hier töten könnt. Weil der gibt die Stärke. Den müsst ihr. Also die Wille ist jetzt im Endeffekt erstmal egal. Es sei denn für dich natürlich nicht verkehrt. Also sie würde dann gehen 1, 2 und könnte für beide. Genau. Und du gehst dann hinterher und unterstützt die gleich. Weil ihr müsst ihr dann, nachdem der weg ist, müsst ihr euch ja auch um die kümmern hier. Ja, ja. Aber ich komme ja auch hinzu, ne? Ja, du kommst ja von hier. Genau. Der geht dann direkt auch rein, ne? Der genau. Ist dann, der muss gleich. Und wir haben ja nur einen. Ja. Wenn ja. Dann noch was kommt, böse. Genau, das heißt, der 6 und die 13 muss auf jeden Fall weg. Also der und der. Jetzt ist jetzt die Frage, hole ich mir den einen Stärkepunkt noch oder gehe ich direkt mit rüber? Da du nichts zum Laufen hast, also kein Kraut oder sonst irgendetwas, wird das nicht funktionieren, dass du den Brunnen da hinten holst. Dann schubst mich doch erstmal auf die 16 rüber.
Oder Tine macht den plus 1 mit Ralf zusammen. Dann kannst du dir den Brunnen holen. 2. Warte mal, erstmal Tine. 1, 2, ne? Ja. Wo ist Ralf denn? Der müsste auch laufen. In der Mine. Ja, dafür verschwendet er aber zu viel. Kann ich nicht direkt auf die 32 dran, gehen und ich krieg das Gold noch? Aber er muss doch 1, sowieso zurück. 2. Eigentlich ja. 3. Geh dir den Brunnen holen, Moni. Und dann kommst du rüber und tötest den Sechser Gor. Den schaffst du dann nämlich auch alleine. So weit von. 1, 2, 3 müsste ich dann gleich. Ja, dann geh ich. Ralf ist jetzt dran. Ich bin dran, ne? Ja. Mhm. So, wenn ich jetzt richtig sehe, sind da 2. 1, 2 Felder. Und mit der Aktion lege ich den Hansel schlafen. Und du kriegst einen Stärkepunkt. Ich krieg einen Stärkepunkt. Und mehr darf ich ja nicht machen, ne? Nee. Nein. So, dann ist Moni dran, die geht und 3. Ich gehe 1, 2, 3. Krieg ich auch einen Stärkepunkt. Das haben wir vollkommen übersehen. Tine kriegt noch den Trank der Hexe. Jo. Dann kommt das Geisterplättchen da weg, das Nebelplättchen. Du gehst ja sinnigerweise weiter. Mit Tadori weiter, genau. Richtung Bomb der Liebe. Aber nur bis 58. Ich gehe jetzt. Wieso nur bis 58? Ja, weil er darf nicht mit dem Tadori auf die. Doch, 2, 3, 4. Geht nicht anders, muss ich machen. Hast du denn noch 3 Willenspunkte? Ja, 3 hast du noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 3 Willenspunkte weg. Ich würfel für die Plättchen. 4. 5. 1. Den habe ich wieder vergessen, weil wir den einen getötet haben. Der liegt ja da jetzt. So, dann... Bist du dran. Und warte auf Dinge, die geschehen. Es ist jetzt eine Stunde für Opfer. Ne? Aber da kannst du auch nichts Sinniges machen. Wie ihr sagte, ich schaffe den einen. Oder, ja, aber den, nee, aber den geht ja. Aber ob es jetzt aussetzt... Und eine Stunde opfert. Oder einmal. Aber sie können auch den Kleinen hier. Nein. Wenn ihr den Gor tötet, geht der Erzähler weiter und dann geht der Erzähler so, auch weiter, wenn ihr den Stärke. So, ob es jetzt aussetzt und eine Stunde nach vorn schiebt oder einmal würfelt und einen nach vorn schiebt, ist doch das Gleiche. Kann höchstens sein, wenn sie verliert, dass sie Stärkepunkte verliert, ne? Nee, Willenspunkte. Sie kann noch würfeln und dann entscheiden, ob sie den Kampf übernehmen möchte oder nicht. Nee. Wenn du den Kampf beginnst, dann bezahlst du deine Zeit. Ja. Wie viele hat er denn maximal? Und der Gegner darf auch würfeln. Und verliert. Und wenn der stärker gewürfelt hat, dann verliert sie wieder. Wie viel hat der denn? Der hat mindestens 8 und maximal 16. Ich würde 1 aussetzen. 11. So, und du kannst maximal momentan auf 11 kommen. Dann lassen wir es dann. Setz mich einfach auf. Hat er denn nicht 4? Der hat W12, also der hat W12. Plus 4. Also der, ach, der hat den schwarzen. Der hat den schwarzen. Ja, ja, ja. Achso, ich kann setz ja gar mich nicht bitte mehr. Ein auf der Zeitliste. Grün, genau. Grün, ein nach vorne. Hatte ich das schon, oder nicht? Nein. Nee. So, dann ist der Zwerg dran. Jo, ich teile aus. Nee, du gehst 1, 2 und teilst aus. Oh, nee, okay. Gut. 1, 2. So. Kriegst du ein Gold? Kriegst ein Gold. Auch da noch. Ja, oder Tine kriegt ein Gold, ist vollkommen Schnuppe. Ich brauche das nicht. Die sind nicht auf einem Feld, das Gegner sowieso nicht. Eine 4. Sind 15, habe ich. Ja, brauchst nicht mehr würfeln. Mit der mindestens kommt ihr auf 20 und er kommt maximal auf 16, damit habt ihr den einen Stärke gekriegt. Wer möchte den Stärke haben? Ich. Dann nimm du mal. So, dann ist Moni dran. Ich habe ja nur noch einen
Könnte jetzt höchstens ins Wasser gehen, ne? Ja, damit der Brunnen sich auf. Und beende meinen Tag. So, nach Moni bin ich dran und ich... Wir haben den, das Schloss vergessen. Nee, das haben wir nicht vergessen. Mm-mm. Das müssten wir jetzt nochmal machen. Mm-hmm. So, ich mache... Kann ich irgendwas machen? Nein. Doch, bevor ich meinen Tag beende. Ich decke irgendein Nebelplättchen auf. Welches Nebelplättchen wäre denn sinnig? Das, wo das Gral theoretisch da oder da, mm-hmm, ne? Genau. Das, wo das Gral draufsteht, würde ich sagen. Gut, das ist nämlich nur so eine böse Ereigniskarte. Mhm. Das war gut. So. Und dann beende ich meinen Tag. Ich kann nichts machen? Doch, du musst was machen. Und zwar gehst du am besten zur 28 und deckst das Plättchen vom Floß aus. Sonst kriegen das die Gegner nämlich gleich. Mhm. Mhm. 1, 2 plus 1. Nee, da kann sie ja nicht drüber. Da muss sie stehen bleiben. Ja, meine Güte, das ist so gut. Ja, sind gut, trotzdem darum, zwei. Ja. So, Tine beendet, ich bin dran. Was? Ja, Tinas Zug ist beendet. So, du bist dran. Ja. Genau. Ich gehe. Wieso? Sie ist zwei gegangen und ein Dings. Dann, ja. Dann geht's nach da. Ja, auch gut. Dann geht doch sie nicht gerade hier und dann zwei gehen und einmal den Stein nehmen, dann ist sie doch weg vom Fenster, oder nicht? So, und Ralf muss jetzt latschen. Wollen wir nicht noch den einen? So, Ralf, denk dran, dass du noch zwei Wille bekommst für den Kampf gerade. So, auch wieder vergessen. Wollen wir nicht den einen noch töten? Nicht den einen? Nein. 36? Ralf muss den jetzt töten. Und den sogar noch. Auch. Ich muss eigentlich beide platt machen. Mhm. Welche Reihenfolge mache ich denn? Der geht rein. Und der geht nach da. Und dann komme ich zu dir und helfe dir, den platt zu machen. Oder schaffst du ihn alleine? Sekunde. Er geht rein. Als nächstes geht er nach da. Dann geht er rein. Und das Spiel ist beendet. Mhm. Das Spiel ist beendet. So. Logische Reihenfolge. Also der Kleine muss weg. Du müsstest die 38 und die 6 töten. Die 6 muss weg? Nee, du kannst die 38 und die 16 töten. Wenn du einen reinlässt. Es darf ja nur einer rein. Ja, jetzt sag ja, dann wäre nur einer drin. Weil das ist ja 16 und das ist 13. Wenn du die 38 tötest, überspringt er nicht. Das heißt, er geht nur rein, er geht nach hier und er geht nach hier. Das ist nur, wenn du die 38 tötest. Dann hättest du gleich natürlich nur trotzdem zwei Skrade, die wir töten müssen. So, wenn du jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du könntest beide Gors töten. Aber ich kann doch auch so einen Skrade umnieten, oder? Könntest du theoretisch auch. Aber sobald du den Skrade und den Gor umnietest, geht der Erzähler weiter und dann kommen da auch wieder die... Pinöppels, die auch laufen können, wenn du mit roten Würfeln würfelst. Ja, aber der Erzähler geht ja nach jedem Toten geht er ja weiter. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt gleich rote Würfel würfelst, dann wandern die auch. Und ich meine, da wäre der Zehner bei gewesen. Und wenn du danach noch großartig kämpfst, läuft es du gut. Die sind nicht verdeckt, du kannst doch nur reingucken, ob die Zehner dabei sind. Ja, ist dabei. 49, 10 und 32. Also muss ich die beiden Gors rausnehmen? Ja. Jetzt. Mit welchem fange ich an? Mit dem 38er logischerweise, sonst läufst du sicher tot. Gut. Also ein und öffnest den Kampf. Und einmal würfeln. Ich kann dir helfen, wenn tot. Du möchtest. Ja, dann... Nee. Ja, da brauchst du nicht mehr würfeln. Ich habe 5, sind 16. Ja. So, der Gor ist tot. Der geht einen weiter. Ich kriege zwei Wille und zwei Gold. Das Floß geht eins weiter? Das Floß geht eins weiter, weil der Erzähler einen weitergegangen ist. So, und der kommt auf die 32. Der kommt auf die 10. Und der kommt auf die 49. 48, 49. Ja. So, dann darfst du wieder vorlesen. Legt eine Riedgrasblüte auf.
auf Feld 32. Oh, sind wir wohl anders. 32, 32 ist da oben, mein Lieblingsfeld. Nehmt den Skral auf der höchsten Feldzahl vom Spielplan und stellt dessen auf da diesem hinten. Feld ein Go auf. Doch schon. Ersetzt danach den Troll auf dem Feld mit der kleinsten Feldzahl durch ein Skral. Tauschen wir nochmal. Stellt nun noch einen Troll auf Feld 66 und er würfelt anschließend mit einem roten Zehner und einem Heldenwürfel einer die Position von einem Gor. 65. Da kannst du mir die gerne hinstellen. Sollte sich auf einem Feld bereits eine Kreatur befinden, wird die neue Kreatur anklang des Falls auf das daran angrenzende Feld gestellt. Mhm. Ja. Bla 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 bla. Das ist Moni nun. Moni hat den Tag schon beendet. Oh, den Tag beendet. Tina ist noch dran. Möchtest du noch für eine Stunde irgendwas machen, Tina? Mit Überstunden? Floß? Ne, wenn sie noch einen Stein nimmt, dann kriegen wir ja Wille abgezogen. Ja, aber mit dem Weiterwandern geht doch auch das Floß weiter, oder nicht? Ach, auch das noch. Ja. Ruppel, ruppel, ruppel. Mhm. Alle Gegner bekommen jetzt plus 1. Toll. Ja, aber doch nur, wenn jetzt... In jedem Kampf. Mhm. Beziehungsweise plus 1 erst am nächsten Tag. Es geht doch nur bei Beendigung des Tages. Oder nicht? Das Floß weiter. Nein, sobald der Erzähler einfällt, geht das Floß auch ein Feld weiter. So. Das, die blöde Sache ist, wenn du jetzt den anderen Gor auch nochmal tötest, dann bekommen die nochmal so einen Runenstein. Ja. Ich glaube, dann lassen wir den einen Gor jetzt in die Burg rein, oder? Geht er denn wirklich in die Burg? Ja, das tun. Wieso? Weil der auf der 6 steht und wenn er gleich wandert, geht er auf die 0. Aber das sind noch die 2 dazwischen, nein, oder nicht? Nein, ist nicht. 1, 2, 3, 4. Ja, du kannst ihn noch benutzen, um was hinzulegen. Mit einem Tag. Mit einer Stunde. Mit einer Stunde kann er 4 Felder weit gehen. Ja, dann kann ich den auch einfach schlafen schicken, oder? Ja, kannst du auch. Ja. Aber der überspringt ihn die Dings trotzdem. Ja, er stellt dich doch dann dahin. Du musst ins Kral schlafen legen dann. Oder? Wenn ich jetzt... Ja. Du musst ins Kral schlafen legen. Nee, das ist vollkommen egal, was du machst. Kann er den Gor nicht noch umhauen? Sekunde, wenn der Gor doch dann da pennt. Ralf legt beide schlafen. Leg ihn schlafen und ihn. Moment jetzt mal. Nee, das geht auch nicht. Aber der muss ja nicht stehen bleiben. Der muss auf dem Feld stehen bleiben. Ja, aber wenn ich mit doch. Einer Stunde wenn ich doch. Das machen. Ja, ja, aber wenn ich doch jetzt sag mal hier symbolisch. Ich gehe hier hin, leg den schlafen. Ja. Andere Kreaturen, die auf das Feld einer liegenden Kreatur laufen, werden entlang des Falls auf das daran angrenzende Feld gestellt. Ja, aber dann ist er in der Burg. Genau, aber du kannst auch alle drei schlafen legen. Du hast doch noch genug Zeit. Du gehst nur das Risiko ein, dass du entweder Gold oder Willenspunkte bezahlst. Das war ja die Frage. Also er muss nicht, er kann ihn schlafen schicken und kann weitergehen. Ja. Und den nächsten schlafen schicken. Ja, das kostet dich eben immer nur eine Stunde. Das ist alles. Das ist alles. Und eben Willenspunkte, wenn du scheiße würfelst. Ja gut, das ist ja kein Thema. Ja, so, dann bezahlst du jetzt eine Stunde. Das ist jetzt nur die Frage, ob ich trotzdem noch irgendwann auf dem Weg noch eben töte. Nee, dann geht das Floß ja wieder ein wir weiter. Wir haben übrigens auch noch die, um zu verhindern, dass der Zähler eins weitergeht, ne? Ja, dann schicke dann würde das Floß zum Beispiel nicht weitergehen. Ja, das ist aber nur bei Tag und nicht bei... Ja, das könnten wir jetzt gleich benutzen, theoretisch. Sonst geht das Floß wieder ein weiter. Gut, dann haben wir zwar die Brunnen nicht aufgedeckt, aber... Aber das ist, glaube ich, nicht ganz so kryptisch, oder? Mm-hmm. Ja, doch. Der eine Brunnen ist da nicht so schön, ne?
Ja, soll ich denn dann schon mal anfangen, den da schlafen zu gehen? Ja, du gehst jetzt eine Stunde. Bin ich da. Gute Nacht. Dann würfelst du jetzt einmal mit dem schwarzen Würfel. Ich mit dem schwarzen? Ja. Hoch ist gut. Eine 10. Kriegst du ein Gold. So. Dann ist Tine dran. Also, ja doch. Weil wir haben am Ende Tine ist dran. Möchtest du den Tag auch beenden, Tine? Oder machst du Überstunden? Nee, ich würde ihn dann beenden. So, dann Ralf bezahlt noch eine Stunde. Er geht ein Feld weiter, legt ihn schlafen. Mhm. Wieder dürfen. Du musst wieder und die Karte ist hier drin? Nee, nicht bei dir. Ja, doch, die Karte. Nein, nicht bei ihm. Ach so, nee, nicht bei ihm, genau. Das sind 6, das sind die 2 Willenspunkte, die du verlierst. Gut, dann bezahlst du eine Überstunde, schätze ich mal. Klar. Gehst mit ihm ein und legst ihn schlafen. Mhm. Aber ist doch... Nein, sonst gehen die alle in die Burg rein. Hm. So, jetzt würfelst du nochmal ein Gold. Nochmal ein 6. Der 2 Willen, ne? Ja. Mhm. Ja gut, aber du kämpfst dich ja gleich hoch. Ist ja kein Ding. Dann beendest du deinen Tag. Bitte. So, bevor wir jetzt großartig den Tag beenden. Den nehme ich weg. Wann legen wir jetzt was, damit das Floß nicht weitergeht? Ja, ne? Müssen wir machen. Sonst werden die Gegner wieder alle stärker. Die kriegen schon plus 1. Gut, legen wir das drauf und machen alles außerdem. Genau. Dann erstmal eine Ereigniskarte. Der Held, der die Felder 22, 23, 24 oder 25 betritt oder bereits dort steht. Ne, 22, 23, 24, 25 steht keiner. Ja. Verliert sofort 4 Willenspunkte. Sollten mehrere Helden bereits dort stehen, verliert der Held mit dem höchsten Rang. Legt die Karte neben das Feld 24, bis die Karte ausgelöst wird. Okay. Also nehmen wir die Felder da hinten. Wieso? Ach, das ist ein Gor. Das ist ein Gor, ja. Da sind ja keine Helden. 22, 23. So, jetzt geht die 23 auf die 19. Mhm. War ja richtig. Die 6 steht auch jetzt pennt. Die 6 steht wieder auf. Die 39. Lass mal mit dem Aufstehen, bis ich hier durch bin. Die 39 geht jetzt auf die 38. Die 42 auf die 39. Du hast hier noch einen stehen. Der geht auf die 54. Der würde auf jeden Fall hier drauf gehen. Überspringt den. Überspringt den. Und ist in der Burg. Und geht auf die 0. Geht auf die 0. Ist in der Burg. Wieso? Der überspringt den und geht. Ach so, da lang. Ja, 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 hast recht. Und ist der da drauf. Ist in der Burg. Den so. Haben wir total übersehen. Mhm. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir sind tot. Dann geht er noch nach da. Ja, brauchst nicht weitermachen. Wir sind tot rein. Warum denn? Weil der Skral den überspringt, den überspringt, den überspringt, den überspringt, den überspringt und in der Burg ist. Der ist doch. Eine miese Sau. Du. Nazi! Du Arschloch. Ja. Ballett? Scheiße. Na toll. Wofür die ganze Arbeit? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das Abenteuer mit dem fetten Viech macht voll keinen Spaß. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ich gehe jetzt kochen. Ja. Weil das ist doch eklig. Wollt ihr noch was essen? Du musst ja, ne? So tausend oder? Sachen... Wollt ihr lieber nach Hause? Wie spät haben wir? 20 Uhr. Müssen wir, glaube ich, nach Hause. Ne? Ach so. Kinder fertig machen. Ja. Ich muss morgen um 6 Uhr arbeiten. Also ich sage jetzt mal hier tschö. Die Legende ist einfach mies. Ja.